Super schönen guten Tag, Leute. Da sind wir bei einer weiteren Tierliste. Dieses Mal bin ich aber nicht alleine. Dieses Mal habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar den guten Niklas. Hallo, ich bin auch dabei. Erklärst du den Leuten, was wir machen? Ja, wir listen heute Kinderserien, Zeichentrickserien so der 90er und 2000er Jahre, die wir gesehen haben. Vor allen Dingen, du wahrscheinlich fast alle gesehen hast. Ich habe davon, glaube ich, nicht alle gesehen, aber alle die meisten. Nicht, alle auf keinen Fall. Okay. Ein paar davon sagen mir auch nichts, aber ich glaube, die meisten kenne ich. Egal, fangen wir einfach vorne an. Die Tiers sind legendär. Das ist richtig krass. Also, das ist wirklich untouchable so. Genau. Das war richtig nice. Das ist einfach richtig nice. Gut. Nice. Dann kann man mal sehen, ist halt so. Ist okay. So wenn nur nichts anderes läuft, dann guckt man da halt das so. Genau. Dann, wenn man extrem Langeweile hat, also eigentlich guckt man das nicht. Aber manchmal muss es sein. Dann, warum schaut man das? Da kann man es wirklich nicht verstehen. Es ist vielleicht noch kein Abfall, aber man fragt sich echt, warum Leute das schauen. Und dann gibt's Dreck. Ja, und nicht gesehen halt, ne? Also, also ich glaube nicht, dass es die eine ist, die wir beide, obwohl es gibt bestimmt welche, die wir beide nicht gesehen haben. Ich denke, es gibt welche, die wir beide nicht gesehen haben. Wir haben übrigens für die Tierliste entschieden, weil das ist die, wo wir am ehesten noch die meisten von kennen und die anderen beiden, die wir hatten, die waren entweder zu groß oder waren zu viele, die wir nicht kennen. Ah gut, fangen wir an. 101 Dalmatiner. 101 Dalmatiner, tatsächlich habe ich das gesehen, aber auch nicht viel gesehen. Und das, was ich gesehen hatte, wo ich mich erinnere, war okay, glaube ich. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nur noch an die Filme. Den Film. Ja, daran erinnere ich mich auch. Aber an die Serie, das ist so, gut. Ich weiß nicht, so lange her. Ja, aber ich weiß nicht, ich mochte diese Antagonistin da nicht, die auch gerade auf dem Bild ist. Ich weiß was? Nicht. Was? Aber was ist mit ihren beiden Handlangern? Die waren super. Die waren lustig. Ich glaube, die waren in der Serie öfter vertreten, glaube ich. Ja, aber generell diese Dalmatiner, die halt gleich aussehen und irgendwie, ich weiß oh, nicht. Oh, ach so, doch, ich erinnere mich an die Serie. Das war die auf dem Hof, wo noch das Huhn mit dabei war. Warte, ja doch. Mit Lucky, Spot war das Huhn, Rolli war der etwas dickere und die Hündin hieß Goliath? Doch ja, aber ja, ich fand sie glaube ich nicht gut, also bin ich ehrlich, aber also, wenn du sie gut fandest, also, können wir uns einigen. Oh, also. Die Sache ist, als Kind findet man halt alle Serien gut, aber ich weiß halt nicht, ob sie heute noch gut ist. Ich glaube, man kann man mal sehen. Ich glaube auch, es weil wenn halt was anderes läuft, dann guckt man noch was anderes, oder? Ja, wahrscheinlich schon, wenn was Besseres läuft schon, aber ich glaube, sie war in Ordnung. Brauchst du sie war in Ordnung? Ja. Die Aladdin-Serie, die mochte ich sehr. Aladdin-Serie, also vor allem die Filme erinnere ich mich natürlich dran. Ja, die Filme haben Wiebke und ich gerade erst zusammen alle nochmal durchgeschaut. Die sind auch echt gut, ne? Ja, die sind richtig gut, aber ich glaube, die Serie, die mochte ich echt gern. Ich glaube, die ist gut. Oder? Allein wegen dem Genie, oder? Also die hat man gerne geguckt. So. Ja, Genie, Jago und so, die waren echt die Favoriten. Ich meine, Jasmin war langweilig, aber Genie, hallo Genie. Ich finde, Jasmin ist eine der schlechtesten Prinzessinnen tatsächlich. True, sie ist halt echt langweilig. Sie macht halt aber nichts. Genie ist wirklich einer der besten Charaktere. Ja, da gut bin ich fein mit. Okay. Alfred Jodokus Quack. Alfred Jodokus Quack mit dem Maulwurf. Also die Serie fand ich wirklich gut. Ich habe sie nicht gesehen, deswegen muss ich mich da auf deine Meinung verlassen. Ja, trust me, wenn du sie siehst, sie ist richtig gut. Gerade halt für Kinder an sich so, aber so dieses Intro, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, das Intro so kenne ich auch, das ist gut. Aber wir begleiten nicht Intro. Nach Intro. Ja, aber nee, die Serie ist wirklich gut. Und ich liebe diese Stimme von Alfred Jodokus Quack. Okay. Trust me, gut. Meine Mutter hat sie damals gesehen und die schwärmt davon. Also als sie gesagt hat, oh, Alfred Jodokus Quack, die Serie ist richtig gut. Also die findet sie auch gut, also... Ich glaube, die Serie ist echt alt. So. Ist sie auch, aber scheint ja gut zu sein. Ja, die ist gut. Die alte Chipmunk-Serie. Die kenne ich nicht. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur einen Film davon gesehen, von der ich so immer wieder so ein Flashback habe. Ich weiß noch nicht, woher ich den habe. So ein Flashback, da mussten die irgendwie zu dritt. Da gibt ja auch die weiblichen, die Chipettes heißen die, glaube ich. Mussten die so um die Welt reisen und Puppen von sich sammeln und in den Puppen waren Diamanten drin und die mussten die austauschen und im Endeffekt wurden sie nur ausgenutzt, um irgendwie Diamanten zu besorgen. Und diesen Flashback habe ich, wo sie auf so einer Pyramide oder im Eiffelturm oder irgendwo so stehen und so ein Dance-Battle haben. Das ist... Ja, viel zu genauer Flashback, ey. Ja, aber ich glaube, die ist nicht so gut, ich weiß nicht. Nee, also ich würde mir die auch nicht so, also auch dieses Bild gerade, wenn ich die so sehe, irgendwie, nee. Aber ich kann sie halt auch leider nicht bewerten, weil ich die Serie an sich nicht gesehen habe. Ja, dann lass nicht gesehen machen. Okay.
American Dragon. Boah, die. Also die fand ich richtig nice als Kind. Wirklich. Echt? Auch richtig nice? Ja, safe. Weil dieser Großvater, der dieser blaue Drache war, und es war einfach so nice, wenn die sich verwandelt haben. Also sie war spannend. Schon cool, aber ich fand's komisch, dass in der zweiten Season haben sie ja sein Design komplett verändert, dass er so muskulöser war oder so. Ja, okay, ich kann mich auch eher an die erste Season, glaube ich, erinnern, also wo er so aussah auf jeden Fall. Das ist irgendwie weird, aber die Serie war auf jeden Fall gut, da kann ich nichts zu sagen, ich fand sie auch sehr gut. Also dafür habe ich auch eingeschalten, so weißt du? Ja, gut, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber ich würde sie auf jeden Fall sehen, wenn sie im Fernsehen läuft, also... Ich find die richtig nice, vor allem als Kind. Allein dieses Verwandeln halt in diese Drachen, ey, das war einfach so nice. Ich würde es wahrscheinlich eher in gut packen, aber wenn du sagst richtig nice, dann sage ich, glaube ich, dir mal. Ich will halt nicht zu hoch so dingsen, weißt du, ist halt blöd, wenn wir zu viele hoch haben, aber ja, man kann ja zur Not noch nice untereinander so ein bisschen anpassen. Ja, okay. Typisch Andy. Typisch Andy, das ist eigentlich auch so solide einfach, solide. Also ich würde es in gut packen, weil ich fand typisch Andy eigentlich immer wirklich ziemlich, oder? Es ist gut, es kommt doch nicht an Aladdin ran. Ja, das ist halt schlecht, ne, wenn man so, ja stimmt, das muss man ja eigentlich machen. Wenn man so vergleicht, dann ist Andy schon vergleichsweise langweiliger als der Rest. Weil im Endeffekt hat man eigentlich nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Streich passiert. Ja. Und ansonsten war Andy halt einfach nur ein Arschloch. Aber ich find's halt safe besser als 100 Dalmatiner. Also ich hätte die eher gesehen. Ja gut, aber ich denke, sind beide auf jeden Fall unter denen hier. Ja, doch, ja, okay. Ja. Angela Bro. Anaconda. Ja, bitte. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, oder? Du, die Sache ist, als Kind habe ich die gerne gesehen. Nein. Ja, nein. Ich weiß, aber im Endeffekt ist sie wahrscheinlich echt scheiße. Vor allem diese Lehrerin hat immer, oh, Angela. War mal, die Lehrerin bei Jimmy Neutron hat auch immer so geredet. Immer so, oh, Jimmy. Stimmt. Warum reden die Lehrerinnen da immer so? Das war einfach so ein Ding, um Kinder zu catchen. Ja, aber der Artstyle, Der Artstyle ist terrible. Das ist wirklich für Kinder, nee. Also es ist sehr aufwendig gemacht, der Artstyle, aber er ist nicht cool. Ich find's so eklig irgendwie. Ich hab richtig Angst davor. Wenn man extrem Langeweile hat. Okay, wenn du das so siehst, ich würde es in Dreck packen. Also ich würde es wirklich in Dreck packen. Ich hab's halt als Kind gern gesehen. Ich müsste es wahrscheinlich nochmal sehen jetzt, um es besser bewerten zu können, aber ich glaube, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich Dreck, aber ich... Angela Anaconda wird von Marie-Louise Schramm gesprochen. Deswegen würde ich es noch dahin packen. Naja, wir müssen sie auch so ein bisschen aus Kinderperspektive bewerten und wenn du es so gesehen hast, dann ist schon fein. Also. Ja, aber die Sache ist, als Kind fand ich auch die Bieber-Brüder toll und die sind wahrscheinlich auch echt scheiße. Was? Okay, ich weiß. Okay. Die Sache ist, wenn du als Kind eine Serie guckst, ne, dann findest du sie wahrscheinlich immer voll geil. Und wenn du sie dann irgendwie 10 Jahre später guckst, wenn du dann sagst, okay, die Serie ist immer noch gut, das sage ich zum Beispiel bei Digimon oder so, dann sage ich, okay, die Serie ist wirklich gut. Aber bei anderen denke ich mir dann so, okay, die war eigentlich echt langweilig, so, weißt du? Ich weiß schon, was du meinst. Als Kind hat man halt so alles gesehen. Aber ich muss sagen, Angela Anaconda. Ich weiß. Also, man könnte sie in Dreck packen, aber ich pack sie mal noch hier hin. Ariel. Okay. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Serie von Ariel, aber ich habe sie gesehen. Ein paar Folgen auf jeden Fall. Ich habe die auch gesehen, safe. Und ich glaube, ich fand sie, kann man mal sehen. Da gehe ich mit. Art Attack. Ja. Art Attack war cool, oder? Art Attack war richtig gut. Ich würde es nicht noch nicht in Legendär packen, weil man konnte die meisten Sachen nicht nachbasteln. Aber insgesamt habe ich ihn einfach sehr gerne zugeguckt. Legendär fände ich auch zu. Ich habe es immer geguckt, wenn es kam, ne? Ich habe es nie weggeschalten. Also ja, ich auch nicht. Einfach weil der so sympathisch ist. Und dann mit dem Nil, unser großer Künstler, wo der so coole Sachen auf dem Boden gemacht hat. Und? Ja, immer dieser eine, ja. Also Art Attack war mega. Nice. Ja, doch, finde ich richtig gut, nice. Richtig. Okay. Warum Asterix hier drin ist, weiß ich nicht, weil Asterix hat eigentlich keine Serie, sondern nur Filme. Also die Filme wären für mich wirklich richtig nice auch. Aber ja, wenn man die Filme bewertet, würde ich es auch richtig nice packen. Also, davon gibt es keine Serie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Und die Filme habe ich alle gesehen, die sind alle gut. Wobei mein Favorit ist, glaube ich, Eroberdrom. Die Filme, die hatte ich alle auf DVD, ne? Das ist so nice. Echt, du hast die auf DVD? Ich hatte alle 7 oder 8, die es gab damals, ja. Oh, hast du nicht mehr? Ich glaube, meine war die mit diesem Irrenhaus, die war schon krass. Ja, das ist der Oberdrom. Mit dem Bastierstein so, A38. Ja, genau. Da ist er einfach so gereist, ne? Ja. Ja gut, dann machen wir richtig nice. Die Aufgaben des, was war das? Aufgaben des... Die 10 Aufgaben von, oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Herkules oder so? Nee, ich glaube nicht, das war... Oder was, Herkules? Nee. Egal. Avatar.
Ich würde es ins Legendärtier packen. Ich auch. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also ich hätte alles, ich habe es neulich nochmal gesehen und die Serie kann man sich immer noch, das ist immer noch einer der besten Anime für mich, wenn man streng das so bezeichnen kann. Streng genommen ist es kein Anime, aber ja. Ja, aber so, weiß nicht. Ja, also es ist mein Anime-Stil so spannend. So spannend und diese, oh, alle haben so Fähigkeiten und es ist einfach ja, perfekt. Das ist so cool. Oh, ich muss die Serie auch unbedingt nochmal gucken. Ich habe nämlich definitiv ein paar Folgen übersprungen, weiß ich. Ich habe sie nie komplett am Stück gesehen. Oh, was? Ich habe die komplett gesehen. Ich habe es halt immer, wenn es im Fernsehen lief, habe ich eingeschaltet. Also habe ich niemals weggedrückt. Ja, weißt du noch, als Kind gab es damals so Marathons im Fernsehen, wo so ganz viele Serien, weißt du, so ein Wochenende nur Avatar so gefühlt. Ja, aber da, boah, das habe ich dann nie geguckt, so. Ich erinnere mich, einmal kam Avatar im Fernsehen, da waren immer so, das lief auf Nick, da war alle paar Sekunden waren so kleine orange Blasen eingeblendet, wo irgendwelche Entwickler-Kommentare oder Fun-Facts oder so standen. Und das war eigentlich ganz interessant und an der einen Stelle hat Sokka irgendwie gesagt, hoho, ich bin ja ein Clownbändiger. Und da kam so eine Blase, in einem anderen Universum wäre er wahrscheinlich Clownbändiger. Da dachte ich so, okay, cool. Ja gut, als Kind geht's wohl noch sowas. Aber ich mochte ihn, also die Serie. Da gibt es eine Fortsetzung von, ne? Aber ich glaube, die ist nicht so gut. Korra habe ich nur die erste Season gesehen. Danach hat es mich nicht mehr so ganz gecatcht. Okay. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Fand ich auch gut. Ich fand's auch gut. Ich meine, Etimon spricht Baloo. Ja. Aber irgendwie, Alter, die Synchronsprecher. Die Synchronsprecher damals waren so gut. Ja. Da sind sie immer noch. Decken sich echt in diesen Serien, ne? In Kinderserien viel. Mhm. Generell Deutschland ist ja, glaube ich, auch eins der Länder, was am meisten Arbeit in die Synchronisation steckt. Die ist halt auch echt gut, ne? Also, da kann man sich nicht beschweren. Auf jeden Fall. Also gut. Ja, safe. Okay, das ist auch wieder keine Serie, glaube ich. Das sind auch Filme, die Barbie-Filme. Okay, wenn wir die Filme betrachten von Barbie, dann finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, damals lief halt immer mal wieder Filme im Fernsehen. Und ich habe ein paar von diesen Barbie-Filmen tatsächlich gesehen. Aber ich fand keinen davon gut. Ja, ich fand die mit den Nussknacker fand ich gut. Und die... Ein paar waren fand ich ganz okay sogar. Also ehrlich. Wenn man extrem Langeweile hat... Also ich persönlich würde es aus Kinderperspektive sogar einen höher tun, aber ich bin noch fein damit. Ja, ich weiß nicht, ob wir es wirklich einfach aus Kinderperspektive betrachten sollten. Ich finde, man sollte das gut abwägen. Ja, das stimmt. Wenn man es abwägt, dann waren die Filme gar nicht mal so gut, ja. Aber für so kleine Mädchen war es schon so, glaube ich. Also es ist kein Dreck. Also es ist jetzt nicht, wo ich mir sagen würde, nein, mein Kind darf das auf keinen Fall gucken, das verdummt dadurch. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht gut. Es ist halt Barbie. Ja. Das ist halt Barbie, ja. Ich glaube auch, wenn man... Ich glaube auch, wenn man extrem Langeweile hat, dann konnte man sich die mal angucken. So, ja. Na, das war der einzige Grund, warum ich das gesehen habe. Die Batman-Serie, hast du die gesehen? Nee. Ich auch nicht. Alles klar. Also, das heißt leider nicht. Okay. Cool damit, dass ich sie nicht gesehen habe, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also sie soll ja gut sein, aber ich habe keine Ahnung. Ben 10. Den habe ich gesehen. Ich nicht, dann musst du das jetzt sagen, ich habe keinen Ben 10 gesehen. Okay, also vor allen Dingen habe ich das gesehen, weil ich einen Kumpel hatte und der hatte irgendwie so einen englischen Sender und der kam auch ursprünglich aus England und irgendwie war da Ben 10 voll das große Ding und der hat auch so Videospiele davon. Das war halt schon cool, weil er so verschiedene Monster beschwören konnte. Also ich finde, das kann man mal sehen, würde ich sagen. Hat er sich nicht in die verwandelt? Ach stimmt, er hat sich in die verwandelt, in so verschiedene, ja, mit so einer Uhr. Ah. Ich fand, die Serie kann man auf jeden Fall mal sehen. Okay. Ja. Benjamin Blümchen. Benjamin Motherfucking Blümchen. Das ist jetzt die Frage, ob man die originale Benjamin Blümchen Serie nimmt. Die fand ich nämlich damals wirklich, wirklich gut. Und danach kam noch eine andere. Das ist, glaube ich, wirklich der Benjamin auf dem Bild, die ein bisschen neuer war. Die fand ich nicht mehr so gut. Die fand ich echt langweilig. Aber die alte mochte ich eigentlich sehr gerne. Die alte mochte ich auch. In der neuen sind die Stimmen auch anders, ne? Irgendwie. Von Benjamin nicht. Benjamin hat immer noch die gleiche Stimme. Ich glaube, von wie heißt der? Otto? Otto, ja. Von dem war anders. Und Carla Kolumna doch auch, oder? Carla Kolumna hatte die gleiche Stimme. Echt? Also ich würde es ins Kann man mal sehen packen. Ja, die Serie, ja. Die Kassetten würde ich legendär fast schon eindingsen. Ich habe die als Kind immer gehört. Ach, ich bereue es, dass ich welche davon verkauft habe auf dem Flohmarkt mal. Ja, wirklich so manche Sachen, das ist... Ich hätte es nicht machen sollen. Genau wie die Bibi Blocksberg-Kassetten habe ich auch verkauft. Oh, die hatte ich auch. Und Bibi und Tina hatte ich sogar. Ja, Bibi und Tina hatte ich auch. Bibi und Tina war super. Bibi und Tina war cool. Also kann man mal sehen. Ja, ich würde sagen. Ich glaube, für gut reicht's nicht. So, Baloo ist schon cooler. Baloo und seine Crew. Ja, und Aladdin und so ist auf jeden Fall cooler. Okay, die Biber-Brüder.
Ich hab sie. Okay, sag du zuerst. Okay, also ich fand die als Kind halt auch cool. Wenn ich jetzt tatsächlich so zurückdenke, würde ich auch, glaube ich, denken, so, okay, das würde ich nicht so gut einschätzen. Aber als Kind fand ich die irgendwie cool. Aber das, ja, als Kind ist das gesehen, gute anderes. Laune. Da sind die Ansprüche noch nicht so hoch. Ja, ich glaube, wenn man. Na, kann man mal sehen, oder? Ja, ja, also ist es besser als Barbie und Angela Anaconda, da gehe ich mit. Problem ist, ich finde, glaube ich, alles besser als Angela Anaconda. Ja, okay, gut, dann kann man, da machen wir es halt so, damit, oh, damit danke, das Tier danke. Ein bisschen an Stärke gewinnt. Oh mein Gott. Okay. Danke. Bibi Blocksberg, mochte ich sehr gerne. Die Serie fand ich auch cool. So eine klassische Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, alles so ähnlich, ne? Ja, auch in, kann man mal sehen, ne? Ja. Okay. Die Biene Maya, die Originale, nicht die 3D-Biene Maya. Ich bin echt am überlegen, den richtig nice zu packen. Ich fand die Storys immer cool mit diesen, mit den Ameisen, mit den Tieren, mit Flipper, und es war einfach schon spannend. Ah, ich würde sie irgendwo in dieses Tier anordnen. Ich habe die Serie an sich nicht gesehen, aber ich habe viele Kassetten davon, und das ist ja quasi die Serie halt neues Hörspiel. Also ich habe die Serie viel gesehen, tatsächlich. Aber an sich mochte ich sie wirklich gern. Ich würde sie, glaube ich, auch ins richtig nice packen. Ja. Die originale Biene Maya war schon gut. Wir müssen kurz überlegen, sind sie auf einem Level mit Asterix, Art Attack und American Dragon? Also aus heutiger Sicht würde ich natürlich, ich glaube, Asterix den anderen dreien vorziehen, aber Asterix ist ja an sich auch keine Serie, ja, ne? Also eigentlich ist Asterix ja auch ein bisschen falsch. Weißt du was? Wenn ich die vier gerade sehe, würde ich fast schon sagen, American Dragon einen runter, oder? Tatsächlich. Ich hätte es auch gesagt, tatsächlich, aber du wolltest es gerne richtig nice haben. Aber ich kann es nicht auf einem Level mit Art Attack und Biene Maya stellen, oder? Ich weiß, ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Okay, so jetzt kommt ein kleines Highlight von mir. Das habe ich damals wirklich gerne gesehen. Ich weiß nicht, kennst du das? Ich habe Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Ich habe die auch viel gesehen, als ich krank war immer, glaube ich. Ein Hinweis. Stimmt. Dieser blaue Hund, ey. Ja, also aus heutiger Sicht würde ich es wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber damals, oh mein Gott, ich habe das so gerne gesehen. Es hat auch für eigentlich eher so frühere, also so jüngere Kinder noch, oder? Ja, ja, eher so Prä-Grundschule und erste bis zweite vielleicht noch, wenn man wirklich Langeweile hat, aber an sich, für Kinder ist das echt toll. Ich glaube auch. Wollen wir es nicht gut packen? Oder jetzt kann man mal sehen. Ja, das ist halt echt schwer, ne? Ich würde eher kann man mal sehen, weil ich die halt bei gut einfach alle auch schon so gut finde. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, aus heutiger Sicht müssen wir es eigentlich echt nicht mehr sehen. Da würde ich eher dann lieber Ariel oder so gucken als das, aber es war schon, ja. Es war okay. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht, Gott sei Dank. Also ich habe dieses Gesicht schon mal gesehen irgendwo, aber ich kann es nicht zuordnen. Kennst du das, wenn du so Tierlisten von anderen YouTubern guckst und dann haben die auch sowas nicht gesehen und dann packen die da was rein, was du gesehen hast und denkst da so, nein, ich wollte das bewerten. Ja. Bestimmt gibt's das jetzt auch so. So Leute, die Batman-Serie so voll gefeiert haben und dann so, was? Ich meine, wir bewerten sie ja nicht schlecht, wir haben sie ja halt nur nicht gesehen. Ja. Bob der Baumeister. Die Serie habe ich halt so gesuchtet als kleines Kind auch. Ich habe sie auch sehr gerne gesehen. Also den neuen Artstyle mag ich nicht so, aber den alten? Ja, der alte war super. Ich glaube, das gehört mit zu der Schiene Blau und Schlau. Damals geil, heutzutage wahrscheinlich eher weniger. Ja, heutzutage halt wirklich weniger, ne? Aber auch nur, weil es ist halt so schwer, weil so die für, sag ich mal, 6- bis 7-Jährige zu bewerten, weißt du? Weil die werden heutzutage halt nicht mehr so gut, aber eigentlich für die Altersklasse sind sie immer noch sehr gut. Wir können ja die für die Altersklasse, die wir heute ausgrund der Altersklasse nicht mehr schauen würden, packen wir diesem Tier ganz rechts und alle anderen halt links. Finde ich gut. Ich Benjamin hier so in die Mitte packen. Ah, das ist gut, das mag ich. Ja, okay. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Okay. Bugs Bunny hätte ich persönlich ins Legendärtier gepackt. What? Echt? So krass, Marc, feierst du die? Alter, das ist so cool. Ich hab so gerne Bugs Bunny. Also, oder wenigstens richtig nice. Also, ich würde, ja gut, ich würde Avatar jederzeit Bugs Bunny vorziehen, aber Bugs Bunny ist einfach Kult. Also, ich habe vor allen Dingen halt Looney Tunes gesehen, glaube ich. Und Bugs Bunny gar nicht mal so viel. Ja, das spielt ja im gleichen Universum. Aber ich fand's auch. Ja, ich find's auch richtig nice. Alleine, weil daraus. Also, man kennt die halt einfach auch. Das ist einfach Kult, ja. Ich meine, Coyote ist dabei hier, Roadrunner, Sylvester, Tweety, das gehört ja alles zusammen. Dieser klassische Slapstick-Humor und so. Okay, also. Ja, das ist richtig nice, das ist gut. Ich bin im Mai auf einer Stufe, bin ich okay mit. Okay. Ich habe keinen Plan, was das ist, aber es sieht gruselig aus.
Also ich muss sagen, das Kind sagt mir irgendwas. Irgendwie kenne ich die Serie, aber dieses gelbe Ding nicht. Ist das Pinocchio oder so? Kann Oh, das sein? warte. Ist das. Ich glaube, irgendwas in meinem Kopf kommt gerade raus. Ich glaube, das ist. Ist das so ein Flugzeug, was im Gesicht hat? Was? Du! Doch, stimmt, das sieht so aus. Es sieht so aus. Ja, ich glaube, irgendwas in der Richtung. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe Aber keine es sieht aus Ahnung. wie. Okay. Ja, nee, dann, ich hab's auch nicht gesehen. Okay. Ich hieß leider auch nicht. Ich schon. Was ist das? Das sind Bro. die Butt Ugly Martians. Oh mein Gott, das klingt so Ja, ich, schlimm. das ist so eine Serie. Ich weiß auch nicht, warum die existiert. Die ist so richtig schlecht 3D animiert von drei Marsianern, die irgendwie die Erde zerstören sollen, es aber nicht machen, weil sie zu faul sind. Und Butt Ugly heißt ja arschhässlich. Und deren Intro ist halt so: Wir sind Basianer, die Butt Ugly Martians. Also wirklich so, wir sind Butt Ugly. Also sie singen halt wirklich, dass sie hässlich sind. Und Okay. wenn sie sich verwandeln in ihre Roboter-Suits, ist ihre Catchphrase: Jetzt wird's hässlich. Okay. Ich finde es für Kinder leider auch ein bisschen bedenklich, gerade wenn ich es so höre, Ja, aber ich weiß es ist es. nicht. Ich habe das auch, ich habe, glaube ich, ganz, ganz schwache Erinnerungen davon. Ich habe maximal drei oder vier Folgen davon gesehen, als ich wirklich, wirklich jung war. Ich wusste auch nicht, was Butt Ugly heißt, keine Ahnung. Also Aber an sich ist es wirklich crap. allein dieses Bild finde ich schon irgendwie, sieht gruselig aus. Ich meine, das Intro ist meme-legendär. Das muss ich dir wirklich nachher mal zeigen. Aber an sich ist die Okay. Serie wirklich Dreck. Da kann Ja, man nichts anderes zu sagen. finde ich gut, dass wir jetzt so ein Direkt hier haben und das mit diesem hässlichen Bild. Ja, das passt super. Ja. Kaiju. Das ist halt auch so ein Meme, ey. Kaiju ist wirklich mehr Meme als alles andere. Ja, weil ich finde, es ist nicht auf einem Level mit Anaconda. Ich würde. Barbie, okay. Barbie ist auf einem Level vielleicht. So Ja, als also ist auch nichts, Kind. was ich mir heutzutage noch ansehen würde. Damals habe ich es ein paar Mal gesehen. Haben die Serie nicht auch eher als ich quasi ein Kind war? Also zur Erklärung, ich bin so 2000 geboren. War das da nicht Weiß es so? nicht so genau. Als ich ein paar Mal Fernsehen gesehen habe, da fand ich es auch schon arschlangweilig, aber ich habe es wirklich gesehen, weil ich halt Langeweile hatte. Ja. Ja, das ist fein, das ist gut. Okay, warum ist hier so ein schwarzer Strich unter Barbie und Oh Caillou? Gott, jetzt sehe ich den auch. Na toll. Der triggert mich jetzt schon so ein bisschen. Ah, Cat Dog. Catdog. Ich nie gesehen, aber ich kenne, also ich kenne sie von Erzählungen so und Catdog kenne ich auch vom Namen. Also ich habe Cat Dog gesehen. Es ist schon wirklich lange her, aber ich fand es eigentlich ganz, obwohl nicht auf diesem Tier. Es Da. ist halt so gut. Das Gute ist halt einfach so solide, einfach. Ja, es ist halt einfach schon wirklich gut. Also das ist ja, nee, das, nee, dann packe ich es ja hier hin. Kann man mal sehen. Chip Aber und ich glaube, es Chap. ist Chip und Chap, Ritter des Rechts. Ich hätte es Boah, irgendwo die Serie war zwischen echt gut und gut. richtig nice gepackt. Weil die habe ich Also ich sehe es wirklich nicht gern auf. gesehen. Ja, ich hab die auch gern gesehen. Ich könnte mit beiden leben, würde es persönlich eher gut tun. Aber wenn du sagst, richtig nice, dann fände ich auch richtig nice, okay. Ich glaube, aus heutiger Sicht würden mir die hohen Stimmen ein bisschen auf den Sack gehen von den beiden hier. Ja, okay. Ah, es ist schade, Stimmt. dass Das das ein Intro ist halt bisschen. auch so legendär, ne? Cosmo und Wanda. Oh, also, aus heutiger Sicht finde ich die, glaube ich, irgendwie komisch, aber ich fand die als Kind halt schon echt hart geil, auch irgendwie. Also ich würde es tatsächlich ins richtig nice Tier packen, wenn man alles von der ersten bis zur, ich glaube, siebten oder achten Staffel, da wo der Hund dazu kam, war's Kacke. Aber davor hatte die Serie einfach so einen guten Humor. Das war so richtig, weiß ich nicht. Stimmt. Die war, also ich würde sie wirklich ins richtig nice Tier packen, Ich auch, tatsächlich. ich auch, ich auch. Ich habe die auch viel gesehen und immer, wenn sie lief, habe ich nicht weggeskippt. So, also richtig nice, passt schon. Der Humor der Serie war einfach wirklich erstklassig. Und allein noch dieses Ja. Special mit Jimmy und Timmy, wo die so Welten geswappt haben, hast du die gesehen? Ja, doch, klar, ja, klar. Die sind richtig gut. Stimmt. Darkwing Duck habe ich leider nicht gesehen. Ich habe nur eine einzige Folge Ich gesehen. auch nicht und alle sagen, die ist voll gut gewesen. Ich kann es halt leider nicht bewerten. Entschuldigung. Okay. Die Dinos. Ich hatte als Kind Angst davor und habe geweint. Die Erinnerung, die ich habe, kein Witz. Er Wiebke hatte auch Angst vor denen, glaube ich. Ich kann es verstehen, muss ich sagen. Aber ich mochte die Serie sehr gerne. Also ich fand sie wirklich gut. Aber wenn du Echt? davor Angst hattest, ist es natürlich schwierig jetzt, ne? Ja, ist wirklich schwierig. Aber ich weiß halt nicht, ob das zählt. Ich war halt wirklich klein, so, wenn ich sie. Aber ich, nee, ich finde, es ist keine gute Kinderserie, oder? Naja, ich würde es einfach als Serie an sich bewerten. Ich meine, du musst es ja nicht den Kindern zeigen. Ist ja auch eine gute Serie an sich mit gutem Humor.
Ja, okay. Also ich würde es ins Gut packen. Ah, okay, finde ich schwierig, aber ja, ich kann es verstehen, wenn du sie so mochtest und gesehen hast. Also ich persönlich distanziere mich davon, aber... Ich meine, sie war halt mal was anderes. Es gibt keine Serie, die wirklich ansatzweise vergleichbar mit der hier ist. Das ist wie bei Angela Anaconda. Nichts ist vergleichbar. Ja, ich würde sie persönlich auf einem Level mit Angela Anaconda sehen, aber okay. Nein. Dafür war der Humor zu gut. Ja, ich glaube, dir würden auch die meisten zustimmen. So, ich glaube nicht, dass... Die so viele hassen. Oder ich glaube, man hasst sie oder man mag sie so, weißt du? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Mittelweg gibt es da nicht. Ja. Dora. Dora. Oh mein Gott, wo ist der Fuchs? Nein, das war Swiper, nicht Clown. Stimmt. Ich habe es tatsächlich ein paar Mal gesehen, wo ich schon deutlich zu alt dafür war. Aber ich habe es aber gesehen, weil ich wirklich, wirklich Langeweile hatte. Ich auch. Aber ich finde die Serie für Kinder okay. Also oder für Kinder ich finde sie generell auch okay. Ja, also wenn man Langeweile hat. Das ist halt auch ein Meme Dora, ne? Warte, Caillou ist der schwarze Strich, oder? Ich glaub nicht. Okay, das triggert mich. Also Dora hierhin, passt das? Ja, ich kann es halt auch nicht auf einem Level mit dem da rüber sehen, das stimmt schon, ja. Auf gut. Keinen Fall. Doug. Kennst du Doug? Ich habe einige Folgen gesehen, glaube ich. Ich auch, aber ich habe kaum Erinnerungen davon. Also so null Erinnerungen. Mir gefällt auch irgendwie der Zeichenstil nicht. Also ich sehe ihn und finde es nicht schön. Da gehe ich mit. Ich denke, man kann es in das die hier reinpacken, wenn man Langeweile hat. Ich glaube, ja. Okay. Ich sehe schon, die Tiers hier unten sind irgendwie so ein bisschen leer, ne? Ja, es sind halt auch, weißt du, keine Serie ist so richtig Trash gewesen als Kind. Das waren gute Serien. Ja, das stimmt. DuckTales. Oh mein Gott. Also, ich habe die so geliebt. Ich wäre fast schon für legendär. Ich würde es fast auch genau auf einem Level mit Avatar sogar sehen. Also, ich wäre für legendär. Oh, gleiches Level wie Avatar. Fand die Serie halt so geil. Also auf jeden Fall richtig nice. Also, und mindestens richtig nice, aber ich glaube, aufs gleiche Level wie Avatar... Boah, ich würde es machen, oder bitte dann tu es ganz vorne bei richtig nice hin. Okay, da das kann ich machen, das ist kein Problem. Na komm. Das ist doch ein Problem, nein. Okay. Ja, also ich sag mal hier so das Zwischending so. Weil ich weiß, ich glaube, das kann man glaube ich noch nicht vergleichen, nee. Boah, was sagt Tails? Ich fand's so spannend einfach und so nice. Also die Serie ist auf jeden Fall gut, da gehe ich, also richtig gut, da gehe ich mit, aber nicht legendär. Ja, okay, legendär ist halt auch so ein krasses Wort, ne? Da kann man eigentlich echt nicht viel reinpacken, das stimmt. Na, es ist ja auch das S-Tier. Da müssen ja nur die Creme de la Creme. Ja. Extreme Dinosaurs habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich bin krass, dass du den Namen kennst. Extreme! Extreme! Extreme Dinosaurs! Kennst du das nicht? Nee. Okay. Die Thornberries. Habe ich auch nicht so gesehen. Ja, ich erinnere mich an ganz, ganz wenig. Wiebke hat das gesehen, aber das ist zu wenig, um es zu bewerten, was ich da gesehen habe. Es sieht auch einfach nicht schön aus, tatsächlich. Ja, der Arzt da ist wirklich hässlich. Hast du den... kennst du das Meme von dem Vater von der? Der sieht... Glaub nicht. Das ist einfach einer der hässlichsten Cartoon-Charaktere, die ich je gesehen habe. Okay, Familie Feuerstein. Kann man mal sehen, würde ich sagen, oder? Was? Was findest du die so witzig? Also, es ist wirklich lange her, dass ich sie gesehen habe, aber ich mochte sie sehr, sehr gerne. Okay, man muss da fairerweise sagen, ich habe sie nicht so viel gesehen. Ich erinnere mich ein bisschen, weil mein Stiefvater die irgendwie witzig fand. Für mich Feuerstein war halt die Simpsons von damals so. Ich fand halt immer die Stellen so... Ja, war es halt so. Ich fand halt immer die Stellen so cool, wenn irgend so ein Tier irgendwie als Spülmaschine oder als Müllfresser oder so benutzt wurde und da so, oh, ja, tut mir leid, man schmeißt doch nicht immer deinen Müll in mich rein oder so. Ich fand das so, das war bei den Dinos auch so. Da war im Kühlschrank, war alles voller kleiner Tiere, die immer versucht haben rauszukommen, wenn sie den Kühlschrank aufgemacht haben. Ja. Also ich fand die Feuerstein. Nicht, aber ich finde es ist ein gutes Okay. Okay. Fillmore. Ey, ich fand die echt spannend als Kind, ne? Ich auch. Ich meine, sie ist scheiß unlogisch, wenn du heute in der Folge mal analysierst. Aber unglaublich gute Serie. Also mindestens richtig nice.
Ja, finde ich auch richtig nice. So spannend und so. Wirklich viel zu übertrieben, so in so einer Schule, aber trotzdem. Sie haben es einfach wirklich geschafft, sowas wie, oh nein, das Cafeteria-Geld wurde gestohlen, in 3 Akte einzusortieren. Das so, es ist so genial geschrieben. So eine ganze Sherlock-Folge quasi. Ja, also The Film War ist eine super Serie. Ja, finde ich gut. Ghostbusters habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. Glücksbärchis habe ich als Kind, glaube ich, eine Folge gesehen, also... Ich habe die als Kind gesehen und ich wollte immer mehr sehen, weil ich es einfach cool fand, auch diese Fähigkeiten wieder. Mich catcht sowas irgendwie, vor allem als Kind. Diese Fähigkeiten, dass jeder was anderes aus dem Bauch machen konnte. Ich fand das irgendwie cool. Ja, ich weiß, was du meinst. Also für mich haben die Glücksbärchis was von Generation 1 bis 3 My Little Pony. Ja. Ja, kann man vielleicht sogar ein bisschen vergleichen, nur dass halt die Story von Glücksbärchis, glaube ich, schon schlechter nochmal ist. Ja, ich weiß nicht, ob die Story in den ersten 3 My Little Pony Generation so gut ist, aber... Switchst du da gerade zwischen Dreck und Analyse? Nein, ich mache einfach so ein bisschen hin und her. Also ich weiß nicht, wo ich den packen soll. Also ich glaube, wenn man extrem Langeweile hat, oder kann man mal sehen, aber wahrscheinlich Langeweile. Wahrscheinlich eher das. Das geht dann in die Richtung ganz weit rechts, wo es wirklich Kinderserien sind, die man heutzutage eher nicht guckt. Und links, ja, also als Kind fand ich sie gut, ich weiß nicht. Ich glaube, heutzutage wäre da halt null Spannung drin. Das geht wahrscheinlich von der Richtung, oh, die Geburtstagsparty kommt und wir müssen aufpassen, dass Tinky Winky Herzchenbärchen nicht mitbekommt, dass wir die Party planen, keine Ahnung. Ja, okay, jetzt wo du es so sagst, hast du schon recht. Okay, Goofy und Max. Goofy und Max. Habe ich die Filme, glaube ich, gesehen vor allem. Der Film war super. Der Film war super mit diesem Weihnachtsding. Ein bisschen traurig, aber auch. Was, Weihnachtsding? Ja, yeah, da war so Weihnachten irgendwie. Daran erinnere ich mich. Ist das dieser animierte, wo Roxanne kommt und er sich für sie schämt? Das war nämlich Teil von so einem Special, wo ganz viele Filme gezeigt wurden. Nee, es war wirklich nur Goofy und Max. Okay, dann kenne ich den nicht. Ich dachte, du meinst Goofy, der Film, wo er und Max zusammen diese Abenteuerreise machen und sich so ein bisschen so zueinander finden, Vater und Sohn, Action so. Doch, ich glaube, das meine ich aber. Da war aber kein Weihnachten. Vielleicht gab es noch mehrere, ich weiß es nicht. Aber die Filme fand ich, also gibt es da eine Serie von? Ja. Oh. Bei Goofy und Max. Ah doch. Jeder Tag ein Klacks. Ja doch, safe. Also ich würde sie jetzt richtig nice packen. Boah, krass. Dafür habe ich sie nicht oft genug gesehen, aber ich fand sie auch gut, glaube ich, als ich sie gesehen habe. Also wäre ich okay mit. Oder warte mal, wenn ich vergleiche das gerade mit Fillmore, dem Humor von Wenn Elfen helfen, DuckTales... Gut. Sehr gut. Nee, gut. Nein, ich finde es sehr gut, dass du so gut gepackt hast. Ich weiß. Ja, du. Oh, da haben wir noch einiges vor uns, ne? Echt noch viele Serien. Gut, dass wir die Liste genommen haben. Die anderen waren noch länger. Disney ist große Pause. Disney ist große Pause. Ich würde sie tatsächlich ins richtig nice Tier packen. Finde ich auch gut. Ich finde halt irgendwie... Die Serie war jetzt schon, wenn man so ein bisschen älter als Kind ist. Ich habe die gesehen das erste Mal, da war ich noch recht klein, fand ich. Und da fand ich sogar fast schon so ein bisschen, nicht eklig, aber so, weiß nicht, auch so komisch. Aber danach fand ich sie immer besser und dann war sie echt spannend irgendwann und schon echt richtig nice. Es hat was für mich von dem Humor ein bisschen von South Park, also nicht von dem ekligen, sondern von diesem, so eine kleine Sache, die eigentlich total unwichtig ist, wird halt in dieser Schulhofwelt so komplett dramatisch dargestellt. Ja. Und das war halt immer so der Charme davon, so. Ja, die ist halt schon echt gut gemacht auch, ne? Ich bin fein mit, richtig nice. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Folge, da ging es um eine Schlammschlacht. Irgendjemand hat halt einen Schlammklumpen geworfen und dann haben die halt herausgefunden, wer es war, wollten rausfinden, wer es war, sind immer von Schüler zu Schüler gegangen und der hat dann immer so Rückblenden erzählt, wie die Schlammschlacht abgelaufen ist. Ja. Und das lief dann einfach so ab wie in so einem Weltkrieg, wo sie in Bunkern saßen und diese Schlamm geworfen haben. So, oh mein Gott, hier wurde getroffen. Es war so geil. Ich finde Randall auch einen nice Charakter. Ja, die Petze. Ja, stimmt. Und da war doch auch so ein komisches Klettergerüst, was so ein Geheimbunker war oder so, oder? An dem Klettergerüst hingen die mal Kopf überhingen und unter der Reifenburg, da waren die, oh Gott, wie hießen die? Die Ach, Ashleys. Genau, die ja. Skandalös. Und das Mädchen wollte einmal dazugehören, ne? Irgendwie. In einer Folge wollte, Ja. Weil sie irgendwie rausgewundert hat, dass sie irgendwie Ashley heißt oder so. Stimmt! Spinelli. Okay. Okay, also richtig nice. Ja. Okay, Geschichten aus der Gruft habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. Aber ich bin ehrlich, Alter, mit jeder Serie könnte man theoretisch einfach so eine alleine Folge machen. Die Gummibärenbande. Okay, ich find's fast schon schwer, weil entweder legendär oder richtig nice für mich. Ich hätte gerade den gut gepackt. Boah, was? Ich hab die als Kind so geil, diese Fähigkeiten, auch wenn die diesen Zaubertrank genommen haben und das Intro und
Einfach dieser Artstyle, der Artstyle ist so göttlich. Ja, 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 okay, richtig nice, gehe ich mit, okay. Heidi habe ich nicht gesehen. Ich habe die richtig viel gesehen bei meiner Oma immer. Und die Serie war echt gut gemacht. Die war echt gut, die war schön. Also gut, würde ich auf jeden Fall sagen. War ja mit. Ja, doch, doch, ich fand die gut. Okay, dann verlasse ich mich da auf dich. Ich habe sie nämlich nicht gesehen. Ja, Heidi Burger. Die Herkules-Serie, ich habe den Film gesehen. Ich habe das Intro davon im Kopf, was wirklich gut ist. Und ich habe ein paar Ausschnitte der Serie gesehen, die wirklich witzig waren vom Humor her. Ansonsten mehr nicht. Ich würde es in gut packen, glaube ich. Also ich habe die Serie nicht gesehen und ich weiß, du hast mich, weil du den Film magst, aber ich habe den Film auch nicht gesehen. Alles gut, aber du solltest den auf jeden Fall nachholen. Ja, ich weiß. Der also Herkules ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme tatsächlich vom Humor her. Ja, Tardis ist einer der besten. Ghibli-Filme gucken, kennst du die? Ja, nein, ich kenne Ghibli-Filme nicht. Natürlich kenne ich die Ghibli-Filme. Also die wollte ich jetzt mal anfangen heute mit. Oh. Do it, do it. Ja. Hey Arnold. Da dieser Artstyle finde ich auch irgendwie richtig trash, fand ich schon immer kacke und ich habe es ein paar Mal gesehen und ich fand es echt nicht so gut. Also ich finde es vom Arzt daher mag ich es auch nicht so, aber es gibt ja Leute, die schwören auf diese Serie, die lieben die über alles. Ich habe sie jetzt hier ein paar Mal gesehen, ich fand sie okay. Ja, ich weiß noch, diese eine Folge, da war so ein Mädchen, das hat die ganze Zeit den Typen da, den Hauptcharakter Arnold, glaube ich, gehasst oder so geärgert und eigentlich liebte sie ihn und ist, ach, keine Ahnung. Das ist in jeder Folge so, das ist Helga. Achso, oh, okay. Und sie hat ihn mal Footballschäde genannt. Ah ja, stimmt. Aber ich. Das sind auch ihre Hände hier auf dem Bild, siehst du das nicht? Ach, ich dachte, das in dem Foto wäre ein Vibe, ein Mädchen. Nein, das ist Arnold. Oh mein Gott. Sorry. Oh mein Gott, also wenn man extrem Langeweile hat, dann. Ja, wahrscheinlich ist sie besser als das hier, aber für mich nicht, weil ich sie halt. Ich hätte sie eher in Kamera mal sehen gepackt. Ich glaube, es ist nicht auf dem gleichen Niveau wie diese Sachen hier. Ja, es ist unsere Meinung, also, oder? Deswegen, wenn man Langeweile. Okay. Achso, ja, okay. Okay, ja, also. Also ich glaube auch, dass vielleicht ist sie auch ganz gut und so, aber. Ich würde halt lieber Arnold gucken als diese Sachen hier. Warte, ich überlege gerade, ob ich eine Sache von denen lieber gucken würde. Ich würde. Ja, du hast schon recht. Ich würde an sich, glaube ich, lieber. Aber nee, okay. Ja, okay, wir können sie. Ja, okay. Wolltest du gerade wirklich sagen, du würdest lieber Caillou gucken als Arnold? Nein. Okay. Jimmy Neutron, was hast du dazu zu sagen? Jimmy Neutron habe ich zu sagen, dass ich die Serie echt geil fand. Das einzige Problem ist jetzt. Der Artstyle. Ich fand den Artstyle okay, tatsächlich irgendwie. Die war echt gut, aber ich finde sie halt auch nicht auf einem Level mit Filmer und Cosmo und Wanda. Aber ich fand sie trotzdem gut so. Gut gehe ich mit. Aber ich muss sagen, der Arzt da ist echt scheiße gealtert. Aber damals war 3D-Animation halt so voll neu und sie wollten alles damit machen. Und das sieht man heutzutage, aber der Humor ist super. Und da mit den Crossover-Folgen, das war einfach schon cool einfach so. Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Sind das irgendwelche Kängurus mit Jacken? Okay, keine Ahnung. Die sieht interessant aus, oder? Ich dachte erst, das wäre Timo oder Pumba, aber es scheint nicht so. Kim Possible. Kim Possible war richtig gut, fand ich. Ich schwanke zwischen richtig nice und legendär, weil Kim Possible schon echt geil war. Ey, ich fand den Bösewicht richtig nice gemacht. Da gab es so eine Affenfolgen und so. Es war so ja, cool mit zum Monkey Teil. Fist und Dr. Draken und so. Boah, das war schon, die Bösewichte fand ich nice. Ja, aber sie und Ron waren halt auch so gut. Okay, pass auf. Ich würde es einen Tick schwächer als Avatar sehen, aber sonst stärker als alles andere, aber nicht stärker als DuckTales. Doch, besser als DuckTales, sorry. Okay, aber wir können sie auch in. Also wenn wir sie legendär. Du meinst, wenn wir sie legendär packen, willst du DuckTales auch legendär haben? Ja, das ist das Problem, aber ich will okay, nicht okay, 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 machen wir. Okay. Danke. Wir können das ja, das Legendär-Tier kann man ja so ein bisschen sortieren, nachdem das das Beste ist. So. Ja. Sorry, also DuckTales. Nein. jetzt habe ich hier eine Serie, die ich ins Legendär-Tier packen würde. Der König, ich habe das nicht gesehen übrigens. Couscous Königsklasse war die erste Serie, die Wiebke und ich zusammen gesehen haben und ich liebe diese Serie. Ich habe ein paar Folgen gesehen und ich glaube, ich fand sie nicht so geil wie du, aber wir können sie nicht unter legendär packen, weil du sie so liebst. Damit bin ich okay. Okay, danke. Ich würde sie über Kim Possible packen. Okay, okay, okay. okay. Ich liebe diese Serie. Ich weiß auch nicht. Ja, okay. Lazy Town.
Also ich habe die tatsächlich recht viel gesehen, dafür, dass ich sie gar nicht mal so gut finde, eigentlich im Nachhinein. Da gehe ich mit. Also, ich war auch immer so, ah, sie ist eigentlich gar nicht so gut, aber ich gucke sie. Ganz irgendwie auch so ein bisschen, kriegst du mit diesen echten Figuren in dieser Welt und irgendwie. Es war schon ein bisschen weird. Eigentlich das einzige Highlight der Serie war halt wirklich Freddy Faulig. Ja, der ist halt echt ein geiler Meme, ein geiles Meme. Ja, dann kam Spartacus und, hey, habt ihr schon einen Apfel gegessen? Oh, Junge, ja, Spartacus. Das ist ein Luftschiff, ey. Lass uns, es war halt wirklich ein bisschen cringy, du weißt, der steht so auf, oh Mann, Zeit für Liegestützen, yay, und er war so die ganze Zeit übermotiviert und isst Äpfel, es war schon ein bisschen cringy, aber es war irgendwie schon witzig dumm, es war dumm witzig. Ich würde sagen, wenn man extrem Langeweile hat, aber auf jeden Fall. Aber vor Barbie? Ja, doch, finde ich gut. Die Tiers, wo nicht so viele drin sind, kann man ja so ein bisschen ordnen. Ja. Okay. Hey, das passt sogar hier ganz gut. Ja. Wieso? Naja, weil von der Reihenfolge her würde ich das am wenigsten gucken von denen und das am ehesten. Ja, ich finde, ich kann halt, das da würde ich nicht gerne gucken. Ja, okay, genau das, okay. Was du gerade vorgezogen hast, würde ich halt nicht gerne gucken. Okay. Aber ja. Hey, sie sind ja ähnlich, die beiden. Oder? Ja. Der ältere Bruder, hey, auch der Arzt da mit diesen Augenbrauen, okay. Schon, ja, schon. Lucky Luke. Lucky Luke war übel gut, fand ich. Ich habe leider die Serie nicht gesehen, ich habe nur alle Filme gesehen und die habe ich geliebt. Okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe Angst, dass es ich auch die Filme gesehen habe, aber die habe ich viel geguckt. Also. Richtig nice oder gut? Ich würde es schon eher richtig nice packen, weil Lucky Luke ist es schon. Das ist cool. Ja, auch diese komischen. Ach, ich weiß gar nicht mal mehr, wie die sie Daltons. Heißen. Die Daltons, ja klar. Die waren klasse. Aber ich würde es halt persönlich nicht über Alfred Jodocus Quark sehen, glaube ich. Aber schon über. Wir können einfach den Jodocus Quark auch in richtig nice packen, wenn du es wirklich so gut findest. Nee, dafür ist auch zu. Nee, nein, okay, sorry, lass einfach weitermachen. Ich glaube, so ist. Ja, wollen wir da denn gut? Ich wäre dafür eigentlich. Weil okay. Gut ist doch, beschreibt es doch, oder? Ja, klar, gut ist immer noch gut. Ja. Okay, ich habe ganz, ganz schwammige Erinnerungen, dass ich davon mal eine Folge gesehen habe, glaube ich. Ich habe keinen Plan, wie das heißt. Ohne Scheiß das gleiche bei mir. Also ich erinnere mich irgendwie daran, das schon mal gesehen zu haben, aber keine Ahnung. Ich glaube, das war so eine Schule, wo die so. Ja, es war eine Schule. So eine kirchliche Schule? Ja, und die hatten alle so ein bisschen so, mussten diese Anzüge anhaben, ne? Oder so. Ja, kann aber sein? Ich habe null Erinnerungen, also würde ich es, glaube ich, dann eher hier anpacken. Ja. Masu Pilami. Habe ich irgendwie mal gesehen, als ich älter war und ich fand es gar nicht mal so schlecht. Ich fand es eigentlich auch gut. Es ist halt die Frage, ob man das originale Masu Pilami nimmt, wo es nur ihn und die Familie gab. Und es gab ja noch ein neueres Masu Pilami. Da war dann noch diese, die Mutter mit ihrem Sohn in dem Wald, damit es ein paar Sprechrollen gibt, damit Leute auch mal reden und man nicht die ganze Zeit nur Hubibi, Huba, Hubu, Huba und dann halt den Jäger, der sagt, oh, Masu Pilami. Ich fand beide gut tatsächlich. Ja, ich finde mit gut auch okay. Okay. Ah, wobei. Also, ich fand Masu Pilami eigentlich immer spaßig. Also ganz hinten in gut, fände ich, okay. Okay, das ganz hinten. Ja. Alles klar. Mickey Maus, nicht Wunderhaus, Mickeys Clubhaus. Das ist Mickeys Clubhaus, ja? Das ist Mickeys Clubhaus, ja. Mickeys Clubhaus fand ich persönlich mega, weil da waren einfach alle Disney-Charaktere an diesen Tischen und die haben miteinander interagiert. So Hades bestellt dann irgendwas Gebratenes und beschwert sich oder so. Und da sitzt Ariel, da sitzen einfach alle und dann sieht man immer zwischendurch diese Mickey-Kurzfilme. Ich fand's ziemlich gut. Ich erinnere mich ein bisschen dran, ich fand's, glaube ich, auch nicht schlecht. Also entscheid du ruhig. Ich hätte ihn gut gepackt. Ja, okay. Oh Gott. Was ist das? Das ist das Monster aus Versehen. Das okay. Ist eine, von der 3D-Animation her noch schlechter als Jimmy Neutron. Das habe ich gesehen, als ich ganz, ganz klein war. Es geht im Endeffekt darum, da war so ein Junge und der wurde von so einem Kobold verflucht, dass immer, wenn er niest, wird er zu einem blauen Monster. Und das war im Endeffekt die Story. Und dann gab es auch noch den Geist, der auf seinem Dachboden gewohnt hat, der Trompete gespielt. Ja. Und ja, im Endeffekt war es die Serie halt darauf ausgebaut, dass er halt immer, oh Mann, ich muss irgendwas machen, ah shit, ich verwandle mich in ein Monster, das dürfen die aber nicht mitbekommen. Und in irgendeiner Folge ist er ein Fußball zu einem, der ist irgendwie mutiert und hatte das ganze, der ganze Fußball war so ein Horror-Schreckengesicht, da habe ich immer noch Schiss vor. Ich vertraue dir. Sie war nicht gut. Okay, sie sieht auch einfach nicht gut aus. Was auf dem Bild. Die Mr. Bean Zeichentrickserie. Die war
witzig zum Teil. Ich erinnere mich an so eine Folge mit so einer Fliege und der hat die ganze Zeit die Fliege nicht wegbekommen. Irgendwie. Die Fliege hat ihn die ganze Zeit genervt und er ist mal wieder aufgewacht und hat versucht sie zu töten, dann war sie doch noch da. Das war eigentlich ganz witzig. Ich würde sie gut packen. Was? Gut? Ich fand die Serie gut, ja. Ich fand sie halt immer, sie hatte nicht den Charme vom normalen Mr. Bean. Ja, das kannte ich halt als Kind nicht, das normale Mr. Bean. Ich würde sie in Kammern mal sehen packen, tatsächlich. Ja, okay, ist fein. Also, vergleich mal Mr. Bean mit den Sachen, die hier sind. Das Problem ist halt dieses, mich stört, also Benjamin Blümchen finde ich fast schon gut eigentlich halt, ne, irgendwo. Die alten, ja, wenn man das Serien. Originale nimmt, ja, das Neuere nicht so. Ja, und wir haben ja gesagt, dass wir das halt dahin packen, weil man sie jetzt nicht mehr... Wir können es auch verschieben. Ich würde es eher in gut packen, oder? Benjamin Blümchen in gut? Die alten Benjamin Blümchen, ja. Die alten Benjamin Blümchen, ja. Dann aber auch Bibi Blocksberg. Kennen wir vielleicht zu viele... Na, wobei ja doch, die war auch gut. Ja. Die war gut. War gut. Okay. Ja. Was ist das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, glaube ich. Okay. Kennst du das? Ich erinnere mich an dieses Bild irgendwie, also an diesen Charakter, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Immer Ärger mit Newton. Okay. Newton, er ist der Größte, Newton, er ist der Beste. Ich erinnere mich an nur eine einzige Folge, es ist viel zu lange her. Okay, aber ich glaube, sie war in Ordnung. Achso, okay. Ich erinnere mich halt nicht dran. Ich glaube, ich kann sie nicht objektiv genug bewerten. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, so, finde ich. Sieht okay aus, so. Ein Los Monster im Anzug. Sie sieht okay aus. Oh, ich habe keinen Anzug an, verdammt! Ich auch nicht. Das blaue Monster sieht so viel cooler aus als dieses komische 3D-Opfer. Ja, Zeichentrick ist halt fast immer besser als 3D. Ja. Okay, dann Norman Normal. Kenn ich auch nicht, leider. In der Serie ging es im Großen und Ganzen darum, seine Familie hat Superkräfte bekommen und er nicht. Und ja. Das war dann einfach immer so, die Familie macht irgendwas und er war immer so, oh, ich bin der normale Typ, ich will dazugehören, aber ich gehöre nicht dazu, weil ich keine Superkräfte habe. Okay, ich verstehe es vom Prinzip. Ja, aber es war echt nicht so gut, es war, kann man mal sehen, denke ich. Warte mal, ich sehe gerade schon, da ist South Park irgendwann in der Liste. What the fuck, okay, warum ist South Park dabei? Okay, nevermind, warum auch immer. Oggi und die Kakerlaken. Oggi und die Kakerlaken war gut. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen geprägt von meinem Stiefvater, weil er die halt immer so witzig fand irgendwie und hat sie oft gesehen. Deswegen findet man sie als Kind automatisch auch witzig und dann fand ich sie auch wirklich witzig. Also, ich finde die gut. Es war ein guter Slapstick-Humor. Vor allem Dirk Bach hat immer die Sätze gesprochen. Das fand ich super. Echt? Ja, das war Dirk Bach. Ich fand diese Kakerlaken auch irgendwie cool, diese drei so unterschiedlichen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich in gut. Ich glaube, ich würde es in Kammer mal sehen packen. Ich glaube, was heute. Mit den Serien zu vergleichen ist schwierig. Also ich fand sie wirklich als Kind gut, aber das kann ich nur sagen. Okay, dann packen wir sie in gut. Alles klar. Dann packen wir mit Dinos auch gut. Ja, an. Okay. Dann packen wir die nebeneinander. Also. Ja, okay. Wir sagen auch so, Dinos ist so dein Gut und Augi und mein Gut. Okay, damit gehe ich mit, der rosarote Panther. Das ist halt auch so Kult irgendwie, ne? Aber ich hab's super gerne gesehen. Okay. Da war auch die blaue Elise dabei und der Kommissar und so. Also, ja, stimmt, der Kommissar. Also ich würde sie mindestens in gut packen. Mit gut gehe ich mit. Also Okay. Ich fand sie halt einen Tick zu langweilig tatsächlich, glaube ich. Ja, es ist halt Slapstick-Humor, da geht Bugs Bunny ja in die gleiche Richtung. Ja, Bugs Bunny war witziger und ein bisschen kindlicher und weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie hier mehr geredet haben. Denke. Na, okay. Kennst du das? Ich kenne es, aber ich hab's, glaube ich, nicht gesehen oder wenn nur ganz wenig, aber mir sagt das auf jeden Fall was. Ich hab's sehr gern gesehen, das war PB&J Otter. Warte mal, das muss doch dann so sein, dass wir haben noch gesagt, dass wir die Kindersachen eher rechts packen, die wir heute eher nicht mehr sehen würden. Ja, stimmt. Genau hier. Also das ist PB&J Otter, ich hab das als Kind sehr gerne gesehen, heutzutage würde ich es halt nicht mehr sehen, aber es war gut, deswegen würde ich sie hinpacken. Okay. Charlie Brown. Ja, nämlich auch nur ganz dunkel und ich finde irgendwie, ich fand auch immer den, so dieses Art-Dingens fand ich auch nicht so geil. Und den Artstyle finde ich gar nicht schlimm. Artstyle, nee, weiß nicht. Das ist doch auch dieses mit Dingens, ne? Wie heißt das? Snoopy? Snoopy, ja, oder? Ja, Snoopy gehört dazu. Okay. Achso, ja, du, dann fand ich glaube ich okay. Ich habe halt nur die Filme gesehen, von der Serie habe ich nicht allzu viel gesehen. Kann man mal sehen? Glaube.
ja, fällt sonst ziemlich schwer, es objektiv genug zu bewerten. Pepper Ann. Hast du Pepper Ann gesehen? Pepper Ann habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Phineas und Ferb. Okay, das ist auch schwer für mich, weil ich hab die eigentlich so viel gesehen, dass ich es echt fast schon in legendär packen würde für mich. Du, da gehe ich mit, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, okay. Da gehe ich, ja, okay. Geh ich mit. Phineas und Ferb ist eine unfassbar gute Serie. Ey, die haben so einen geilen Bösewicht, die haben Perry das Schnabeltier, die ja, Protagonisten sind geil. Die ganze Serie hat auch so ein gutes Pacing, jede Folge ist einfach, oh, das ist einfach nur gut. Es ist gut und vor allem zwischendrin sind so Folgen, die so voll deep sind und so richtig gut auf einmal und so ja, richtig Story und traurig sogar und oh. Einfach nur eine echt gute Serie. Ja. Okay, ja. Dann haben wir Pinky und der Brain. Habe ich nie gesehen, leider. Wiebke und ich haben gerade angefangen, die Animaniacs zu gucken, da haben Pinky und Brain ja ihren Ursprung. Da gab es ja immer mal wieder ein paar Folgen, dann gab es später die Serie dazu und dann noch eine Fortsetzung mit Pinky, Elmira und der Brain oder so. Ich habe noch nicht viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war absolut fantastisch. Ich würde es tatsächlich in... ich habe die Serie nicht komplett gesehen. Ich glaube, ich kann sie nicht objektiv bewerten, aber ich glaube, sie wäre richtig nice bis gut. Ich glaube auch. Also ich glaube, die hat auch eine gute Ding jetzt, aber ich glaube, wir müssen leider nicht gesehen machen, oder? Ja, ich glaube, ich habe die Serie halt eine Folge gesehen. Das reicht nicht zu bewerten. Die Zeichentrick-Pippi Langstrumpf. Zeichentrick-Pippi Langstrumpf. Also wenn es jetzt nicht um Zeichentrick gegangen wäre, hätte ich es auch gut gefunden auf jeden Fall. Ja, das waren ja eher Filme. Ne? Kann ich auch nicht bewerten, muss ich sagen. Ich habe sie gesehen, aber ich fand sie nie so gut, dass sie mit anderen von diesen Serien hier oben mithalten kann. Ich würde sie in Kammern mal sehen packen. Oder okay, wenn man extrem Langeweile hat, eins von beiden. Ich glaube Langeweile, oder? Langeweile, okay. War über da Barbie? Vorne? Ich glaube, ich würde lieber Lazy Town gucken, einfach für die Louis. Ja, ja, okay. Popeye. Popeye ist auch schwierig, weil eigentlich ist es nicht so richtig geil gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber es war schon cool und interessant auch. Seine Fähigkeit ist auch echt cool. Es war halt Slapstick-Humor, ne? Ja, eben. Ich hab's nicht wirklich gesehen, da muss ich mich auf deine Meinung verlassen. Ich hab's gesehen halt, aber ich will auch sagen, kann man mal sehen. Ich will's aber persönlich auf einem Level mit Rosa-Roter Panther sehen, aber das hast du halt gesehen und fandest es gut. Also, ich glaube auch, dass Popeye gut ist, wahrscheinlich, aber wir können es ihm gut packen. Nee, ich würde kann man mal sehen. Glaube ich, ganz vorne kann man mal sehen. Kräuter, sorry, du musst nach hinten. Ja, okay. Powerpuff Girls. Wollte ich mal sehen, habe ich aber nie gesehen. Ich habe ganz wenige Folgen gesehen, das ist aber zu lange her und ich fand es immer ein bisschen dumm. Aber das kann auch sein, dass damals mein Kindergehirn die komplexen Erwachsenenwitze nicht verstanden hat, wie bei Wenn Elfen helfen. Das ist ja auch an sich echt dummer Humor, aber halt mit guten Erwachsenenwitzen. Es könnte sein, dass das hier ähnlich ist. Ja, und ich glaube, manche schwören so auf die Serie auch. Aber ich glaube, Powerpuff Girls wurde ja von Lauren Faust entwickelt. Und die hat auch My Little Pony Friendship is Magic mitproduziert. Also quasi, die war da die leitende Produzentin. Ja. Deswegen wird die Serie wahrscheinlich gut sein, aber ich kann sie jetzt noch nicht genug bewerten. Ja, dann kann man... Also hier? Ja, nicht gesehen, genau. Okay. Power Rangers. Power Rangers habe ich gesehen. Ich fand's irgendwie mal persönlich komisch, dass so dieses... in so der echten Welt so komische Figuren und ich fand's irgendwie nicht so cool, deswegen... Also, ja, hier so. Ja, ich glaube, viele lieben diese Serie halt auch, ne, aber... Ja, klar, aber... Also, ich habe sie wirklich nur gesehen, wenn ich Langeweile hatte. Ich habe mal gehört, dass einer der Power Ranger am echten Leben schwul war und der deswegen am Set gemobbt wurde. Das ist ziemlich traurig. Ja, das ist ziemlich traurig. ja, okay, ist gar nicht mehr so viel, aber ein bisschen ist noch. Ja. Crackpack. Crackpack sieht aus wie Tick, Trick und Track in Trick. Es sind auch Tick, Trick und Track, aber die hatten so eine eigene Serie mit Donald und sie waren halt so voll fresh und cool. Das siehst du daran, dass nur zwei von ihnen ihre Mützen aufhaben mit coolen Haaren und er hat seine Cappy falsch rum. Deswegen waren die voll swaggy drauf. Ja, sie sehen wirklich swaggy aus. Sie sehen aus wie so die coolen, also wenn Tick, Trick und Track so ein bisschen jugendlich sind, weißt du? Ja, ich glaube... Die haben dann auch bei Mickeys Clubhouse die Band gespielt, aber ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Ah, ich hab's nicht gesehen. Ich würde sagen, wenn man extrem Langeweile hat, so gut war die Serie nicht. Oder? Ja, sie sieht auch einfach nicht so gut aus. Sehen. Ja, es ist halt immer noch von Disney, aber sie war jetzt auch nicht so gut. Der Regenbogenfisch. Regenbogenfisch, den habe ich viel gesehen, als ich kleiner war und da fand ich's ganz gut.
Ich mochte ihn ehrlich gesagt nicht. Ich fand, der war einfach nur voll das Arschloch. Er war das Arschloch? Ich fand, er war ja nicht das Arschloch. Und es hatte viele moralische Sachen. Ich fand sie gut. Ich fand seinen Charakter halt so unsympathisch. Ach, aber wenn du sagst, es ist gut. Naja, kann man mal sehen, ist okay, glaube ich. Okay. Hast schon recht. Gerade heutzutage so, ich weiß nicht. Ich fand ihn halt immer so unsympathisch. Aber warum? Weiß nicht, er hat immer so dumme Sachen gemacht. Ich fand, er war immer so Ultra-Opfer. Was, er war ein Opfer? Ja, war er nicht ein Opfer? Keine Ahnung, er wurde, glaube ich, in der Schule gemobbt von irgendwelchen anderen Fischen. Ja, ich glaube. Also das wird doch, ich meine, wer von denen wird nicht irgendwann mal gemobbt? Hier, der wird gemobbt von dem Schläger, der wird bestimmt auch gemobbt, der wird gemobbt von dem Schläger Charlie Brown, müssen wir nicht drüber reden. Oh man, Bob der Baumeister wird nicht gemobbt, denke ich. Der ist ja auch der Chef auf der Baustelle. Ja. Oh, wie lustig! Ich hab gerade erst vorhin hab ich ein Video gesehen von Moggy über alte Kinderserien, alte Super-RTL-Kinderserien. Da war die hier mit dabei. Deswegen weiß ich jetzt auch, wie die heißt. Das ist der rotzfreche Ralf. Also die sieht halt wirklich terrible aus, muss ich sagen. Vom Arzt her ist sie tatsächlich sehr interessant, weil das alles so, oh Gott, das, wie heißt das, wenn das so, so Clay-Animation, wenn das alles so, jedes Foto einzeln aufgenommen wurde, wie Shaun das Schaf und Nightmare Before Christmas. Ach so, Stop-Motion. Genau, Stop-Motion. Und das alles in so einer gebastelten Welt. Der Arzt, der ist cool, aber die Serie war nicht so gut. Ja. Ich würde sie hier packen. Das ist schwierig. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich finde, sie sieht aber ganz schlimm aus. Ich habe halt auch nicht mehr viele Erinnerungen daran. Also ich würde es, glaube ich, hier hinpacken. Obwohl, war es so schlimm? Keine Ahnung. Es ist zu lang her. Ich weiß nicht, ob man das Tier wirklich, warum schaut man das nennen sollte. Ja, meinst du, man sollte es nennen so kurz vor Dreck oder so? Oder so? Kurz vor Dreck? Naja, ist auch nicht gut einfach. Nicht gut gehe ich mit. Ich glaube, nicht gut ist fein. Nicht gut. Okay, dann packen wir den rotzfrechen Ralf in nicht gut. Okay, dann bin ich cool. Oh Gott, wie hieß denn das nochmal? Ich kenn's auch vom Sehen her, aber hab's nie gesehen. Roccos modernes Leben. Oh mein Gott, dass du die alle kennst. Ja, ich habe aber nicht viel davon gesehen und das, was ich gesehen habe, fand ich so meh. Aber ich glaube, ich kann es nicht objektiv bewerten. Okay. Was ist das? Ich hab's auch nicht gesehen. Okay. Rugrats. Ich auch nicht gesehen, tatsächlich. Hast du Rugrats gesehen? Ich auch nicht. Nee. Simsalabim Sabrina. Das habe ich gesehen und ich fand es nicht schlecht. Ich fand's auch gut packen. Sandmann. Sandmann, das ist komisch, dass das hier auftaucht, finde ich. Es ist eine Kinderserie irgendwie. Ja, weiß nicht, es ist schwer zu bewerten. Es hat schon ultra Kult. Also ich fand's schon sehr nice als Kind. Ich habe nie weggeschaltet, aber damals war ich auch, glaube ich, zu klein zum Wegschalten. Ich weiß es nicht, aber ich mochte es. Aber ich meine, zählt man da drunter dann auch sowas wie Fuchs und Elster, Pitty alles, Platsch. Was dazugehört, alles, was da dabei lief. Auch Piggy und Frederick nice. Und so. Sehr nice. Es kommt ja ganz darauf an, manchmal kamen gute Sachen. So Pitty Platsch fände ich fast schon legendär und alle anderen Sachen dann nicht so. Und zum Beispiel dieses komische Schweineding, da fand ich nicht so gut. Was? Piggy und Frederick mochte ich am meisten. Okay. Also gut. Ja, gut. Richtig nice ist nicht auf einem Level mit den richtig nice. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, hast du schon recht, ja. Ich hätte gerne... nee, ist okay, ist gut. Die Schlümpfe. Schlümpfe? Die Schlümpfe, da hat jeder so einen eigenen Charakter. Das war schon cool. Schon cool. Der Bösewicht, der hat mir gefallen. Gargamel. Gargamel ist ein cooler Bösewicht. Aber an sich, ich glaube, die Schlümpfe gehört zu so einer Serie, die ich heute, so ähnlich wie PB und Jay Otter, einfach nicht mehr so nicht so lustig fände. Ja, aber die haben so viel Kult irgendwie. Also ich würde kultig sind sie auf jeden Fall. Alle anderen da. Also es sind auf jeden Fall kultig, aber ich glaube, man könnte sie heute nicht mehr so... Also ich könnte heute, glaube ich, von den Serien, könnte ich so... Sogar Biene Maya könnte ich von den Serien hier alle heute noch sehen. Und würde sie trotzdem, würde ich sagen, ja, okay, gucke ich jetzt mir mal an. Ein Schlümpfe fände ich, glaube ich, langweilig. Ich glaube, fände ich Schlümpfe immer noch gut. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich mit meinem Kind was sehen würde und es wären die Schlümpfe, fände ich es immer noch gut. Ja klar, mit dem Kind würdest du sowieso sehen. Also da gehören nur wenige Serien dazu, wo ich sage, nein, das guckst du dir nicht an, das ist Abfall. Aber ich würde mit meinem Kind viel lieber die Schlümpfe sehen, als alle von Kann man mal sehen. Ariel?
Außer Bob der Baumeister. Ja, okay, okay. Ariel und Bob der Baumeister ausgenommen. Und wo ist Blau und Schlau? Ja, okay. Da gehe ich bei den Peanuts vielleicht noch. Aber in meisten, viele davon würde ich sagen, ja, die muss man mit dem Kind nicht sehen. Das auf jeden Fall kann man sehen, das auch. Aber CatDog oder so muss jetzt ein Kind noch nicht sehen. Das CatDog ist halt so ein seltsames Konzept einfach. Ja. Okay. Scooby-Doo. Da gibt es jetzt sehr viele. Das war halt auch das Englische, auf dem englischen Kanal von meinem Kumpel haben wir die öfter mal gesehen. Und da waren die eigentlich recht spannend, aber ich mag den Artstyle irgendwie auch nicht so gerne irgendwie. Da kommt es halt drauf an, es gibt glaube ich insgesamt 10 Scooby-Doo-Serien oder so. Was? Ja, es gibt wirklich, wirklich viele neue Auflagen. Ich glaube, zu meinen Favoriten gehören Scooby-Doo, Where Are You? Und, warte, was war das andere? Und What's New Scooby-Doo? Die mochte ich auch gerne. Es gibt wirklich viele Scooby-Doos. Manche sind nicht so gut vom Arzt, manche sind gut. Aber insgesamt würde ich es, glaube ich, schon in richtig nice packen. Richtig nice? Es kommt halt auf die jeweilige Scooby-Doo-Serie an. Würdest du es über Goofy und Max und American Dragon sehen? Ich fand American Dragon nur so okay. Okay, ich persönlich fand Dragon's gut. Ja, dann packen wir es ins... das ist halt auch so wieder sowas mega coolziges wie die Schlümpfe. Ja, aber gut passt doch. Die Serie ist gut, oder? Aber sie ist doch nicht richtig nice. Sie ist doch nicht besser als Cosmos Wander oder Fillmore. Ja, dann würde ich, glaube ich, Art Attack auch in gut packen. Habe ich auch schon die ganze Zeit überlegt. Ich dachte so, Art Attack ist hat man halt gerne gesehen, aber so richtig nice. Ja, ich glaube, dafür ist es dann noch nicht krass genug. Die Simpsons. Oh Gott, wie soll man die Simpsons denn objektiv bewerten? Das ist so viel. Ich finde es schwierig. Ich habe die als Kind halt nie gesehen, ne? Erst später. Also es gibt auf jeden Fall legendäre Sachen bei den Simpsons. Also die neuen Folgen sind wirklich nicht mehr gut, aber das ist ja bei vielen Serien so. Die Simpsons sind an sich eine echt gute Serie. Ja, ich glaube, ich würde sie auch schon in... Sie sind schon wirklich gut. Also sind sie richtig nice? Ich finde sie einfach sehr... Aber ich finde sie schon sehr gut, ne? Ja, schon. Also... Ja. Man muss halt überlegen, wenn sie im Fernsehen laufen... Dann lässt man sie meistens auch, weil es sind halt immer noch die Simpsons so. Ja, aber ich würde da nicht so das nicht so gerne gucken wie die anderen Sachen, muss ich sagen. Ich find's. Ja. Okay, ganz hinten bei richtig nice oder ganz vorne bei gut halt. Ich weiß es dann nicht. Dann ganz vorne bei gut. Okay. Okay. Gott, Slippy das Känguru? Okay, das kann ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Ich habe nur mal das Intro davon gesehen und das war's. Ich auch nicht. Ich glaube diese komischen englischen Serien, oder? Ich weiß es nicht. Das ist okay. So lange her. Wie ist denn dieser Sender, wo die sie alle liefen? Irgendwie. Cartoon Network? Cartoon Network, genau. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht empfangen. Ja, genau. Und da lief aber auch so Batman und Spider-Man und sowas, glaube ich, alles. Das kann sein. Hier lief das wahrscheinlich im Disney Channel oder so, was wir nicht hatten. Sonic, der Igel. Ja, davon gab es eine Serie. Ja. Ich habe Sonic Underground gesehen, aber ich weiß nicht, ob das Sonic Underground oder Sonic der Igel ist. Sonic Underground mochte ich eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch gut ist. Ich meine, ich mochte das als Kind. Ich hab's also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Serie mit Sonic gut ist, einfach, okay. Ah ja, ich hab's ja nicht gesehen, du hast es auch nicht gesehen. Ich glaube, du musst hier hin. Ja. Also ich habe halt, wie gesagt, nur 3 Folgen von dieser einen gesehen, das ist so wenig. South Park, ich weiß nicht, warum South Park hier drin ist, aber an sich ist South Park legendär. An sich ist South Park auf jeden Fall legendär, aber nicht. Also weißt du, ich finde, sollen wir eine eigene Kategorie machen? Ich meine, jetzt sind sie hier schon drin, jetzt können sie auch da rein. Obwohl es nicht wirklich eine Kinderserie ist. Also die würde ich meinem Kind nicht zeigen. Nein. South Park sollte man seinem Kind nicht zeigen. Die aber an sich ist South Park schon eine legendäre Serie, muss man schon sagen. Finde ich auch. Aber Spider-Man habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. SpongeBob. Ein sehr trauriges Bild wurde hier genommen. Wirklich ein sehr trauriges Bild genommen. Was leider auch die neueren Folgen von SpongeBob sehr gut beschreibt. Also angenommen, wir bewerten jetzt hier die ersten 3 Staffeln. Also bei der ersten Staffel würde ich es legendär tun und wenn wir die ersten 3 bewerten, in sehr nice. Die ersten 3 würde ich legendär nehmen. Eigentlich schon. Ich hab mir extra die ersten 3 Staffeln SpongeBob jetzt auf DVD gekauft, damit ich sie jetzt für immer habe. Ah, nice. Also ja, ich glaube, ich meine, komm, wie viele Memes gibt es mit SpongeBob? Aber die Serie hat man noch nie weggeschalten, das ist schon legendär, ist schon recht. Ja, South Park packen wir jetzt mal obligatorisch nach hinten, weil es nicht so ganz dazugehört. Na, ich würde schon jetzt aufhören, ich würde schon, oh Gott, Bro. Es ist SpongeBob. Du würdest es über Phineas und Ferb sehen?
Ja, okay, okay, so ist besser schon mal. Ich glaube auch. Obwohl. Oh, ja, von mir aus. Gerne. Okay, okay. Aber die Serie, sie hat trotzdem einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hier. Also. Okay, okay. Da bleibt sie auch in der Mitte. Genau. Ach Gott, wie hieß das denn nochmal? Kaiju das... für noch kleinere? Nein, das war so ein kleiner Junge und der hatte so einen Goldfisch und der konnte reden. Und der hat ihm immer so alles mögliche über die Tierwelt und so erklärt. Und da war dann noch so ein Hund und so eine Katze, die haben immer so, über so ein großes Buch gesungen. Und im großen Buch steht alles drin und der war dann da voll genervt von der Fisch. Das überzeugt mich gerade nicht. Ja, ich denke, geht in die gleiche Kategorie wie Kaiju. Guck, die sehen sich alle so ähnlich hier. Was ist das denn? Alter, die drei sehen sich so ähnlich. Minimalistisch halt sehr, ne? Ja, einfach so die alte, weißt du, wie er so gealtert ist von rechts nach links. Ja, stimmt, so vorne ganz klein, dann wird er so mittel und dann ist er das da und dann. Dann ist er Charlie Ranger. Charlie Brown, wenn er 50 ist. Ein paar Glatzköpfe, du bist ein Glatzkopf. Okay, Lilo und Stitch. Boah. Also ich glaube, sehr nice, trifft's gut, oder? Ich denke auch. Also die Filme waren schon geil, aber die Serie, die war auch... Die Boah, so jede Folge neues Monster, man hat sich auch so drauf gefreut. Ja, das war bei mir auch. Ich habe mich einfach jede Folge gefreut. Okay, was kann jetzt dieses Experiment, was in dieser Folge auftaucht? So geil und jedes, weißt du, immer so spannend. Aber ja. Richtig nice schon vorne auch, oder? Ja, also an sich würde ich die Tiers nur von legendär und halt so bewerten, also legendär einzeln und vielleicht das hier und halt die hinteren, so. Wenn ja, sowas okay. ist. Aber an sich schon eher vorne, ja. Okay. Vor allem die Bösewichte waren auch so gut. Gantu war mega, dann, oh Gott, 625 mit den Sandwiches. Der was Sandwiches gemacht hatte. Ich erinnere mich gerade an die Folge nicht mehr, glaube ich. Ne, es war keine Folge, das war, der war immer bei Gantu mit dabei. Der Gantu kam immer und 625 war so, oh, hast schon wieder nichts gefangen, hier, willst du ein Sandwich? Und er so, nein! Ach, das waren die beiden Außerirdischen da, ne? Ja, es war halt ein Experiment, also streng genommen. Ja, Gantu war also dieser mit dem einen Auge, der eine. Achso, ja, nee, das waren Prickly und Jamba, die waren gut. Der nämlich auch nicht mehr so gut, aber die fand ich richtig geil, das weiß ich noch. Ja, die Serie ist klasse. Tarzan. Tarzan hat eine Serie, die kenne ich nicht. Das ist mir auch ehrlich gesagt neu, dass Tarzan. Oder? Ich kenne die Filme waren gut. Filme waren gut, ja. Die Serie sagt mir ehrlich gesagt nichts. Also. Ich glaube, es gibt eine Serie irgendwie so. Ich meine, es könnte auch sein, dass der Ersteller dieser Liste hier wie bei Asterix wieder mal verkackt hat oder bei Barbie. Aber ist okay. Okay. Tauschrausch. Ich dachte gerade, ich kenne es nicht, aber ich kenne es doch tatsächlich. Die hatten so ein Telefon auch immer, oder? Ja, genau, die konnten damit Leute austauschen. Was in der Serie immer nur einmal gemacht wurde und dann war der Rest der Folge irgendwas Familiendrama-mäßig halt so. Ich würde schon sagen, kann man mal sehen. Ja, oder wenn man extrem Langeweile hat, aber eher kann man mal sehen, oder? Ich würde das auf jeden Fall mehr gucken als alles hiervon. Ja, okay, fein. Okay. Teen Titans soll richtig gut sein, ich habe es leider nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay. Dann kriegen wir keinen Hate, wenn wir es irgendwie falsch einordnen. Ach, Gott sei Dank. Teletubbies. Teletubbies finde ich nicht gut. Weißt du was? Ich kann das nicht bewerten. Ich habe es kaum gesehen. Teletubbies habe ich... Ich habe es als Kind gesehen, aber das ist wirklich lange her. Ich glaube, Teletubbies sind schon dämlich. Oh, sind nicht gut? Okay. Die Tex Avery Show. Die fand ich gut. Ich fand sie auch gut. Aber es ist wirklich lange her, aber ich mochte sie. Es war auch so ein schön so Slapstick-Humor. Ja, aber. Ich hab vergessen. Doch. Hm? Ja? Gutes Fall. Ja, gut, okay. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber die Serie war arschlangweilig. Ich hatte davon auch ein paar Folgen gesehen, glaube ich. Und ich fand die Serie, glaube ich, auch nicht so gut. Also nicht gut. Hey, das Tier fühlt sich langsam. Bisschen. Jetzt am Ende. Timon und Pumba. Die hatten eine Serie. Und ich weiß noch, als gesehen. Ich... Die hast du nicht gesehen? Nee, aber ich liebe Timo und Pumba an sich, so als Charaktere. Ja, ich auch. Die Sache ist, wir haben... Also, auf Disney Plus gibt es ja die Serie von Timo und Pumba. Und ich habe so gesagt, oh, wir müssen unbedingt die Serie mal gucken. Dann hat sie gesagt, ja, okay. Da haben wir die erste Folge gesehen. Ich war halt übel gehypt. Und da haben wir die erste Folge gesehen und wir dachten uns beide so, ist gar nicht mal so geil. Also es ist okay für das, was es ist. Es ist halt so ein bisschen Slapstick-Humor, aber weniger schnell als bei Bugs Bunny oder so. Also es ist okay. Okay. Na doch, also, können wir sie ja packen. Den kann man mal sehen, oder? Ja.
Tim und Struppi, ja. Hatten die echt eine Serie? Ja, ich glaube tatsächlich schon, oder? Ich dachte, die hatten nur Filme. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern an die Serie, aber ich glaube, sie haben noch eine Serie gehabt irgendwie. Also ist mir im Hinterkopf. Dann musst du sie bewerten, ich habe sie nicht wirklich gesehen. Ne, wie gesagt, ich habe sie dann auch nicht so gesehen, also nicht gesehen, oder? Ja, dann nicht gesehen. Die Looney Tunes! Oh, die Looney Tunes waren ziemlich gut. Die waren wirklich gut. Neben Bugs Bunny, die gehören ja auch schon irgendwie zusammen so. Ja, fände ich gut. Ja, ein bisschen drüber. Weil die habe ich öfter gesehen als Bugs Bunny, glaube ich. Ja, ich auch. Looney Tunes fand das ist schon geil. Mit Fillmore tatsächlich ganz nach vorne packen. Einfach mal Fillmore. Tom und Jerry. Tom und der kleine Jerry. Natürlich auch Ultrakult, ne? Neben Bugs Bunny eigentlich das Slapstick schlechthin so. Und auch echt Gutes, muss man sagen, tatsächlich. Ja, vor allem, da gibt es ja auch so viele verschiedene Serien, aber das ist ja das Originale, also das ist schon richtig nice. Ich meine, ich finde beeindruckend, wie sie es geschafft haben, weil es ist ja irgendwie immer das Gleiche. Tom versucht Jerry zu jagen, aber sie haben es irgendwie abwechslungsreich gestaltet, also Props an die Ersteller. Ja, und die haben ja auch immer so, also die Musik hat ja auch, weil die reden ja nicht, höchstens Tom, der mal schreit oder so, und die Musik wird halt immer so perfekt eingebunden, so, weißt du? Das stimmt, und das stört auch gar nicht bei der Serie. Nee. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall ins richtig nice Tier packen. Ich glaube, ich hätte es persönlich gut getan, ganz vorne, aber richtig nice wäre ich auch okay mit. Ja, packen wir es jetzt gut. Ich glaube, die Serien würde ich halt heute eher gucken als Tom und Jerry. Ja. Gott, Totally Spies hießen die, glaube ich. Kenne ich nicht. Habe ich auch nicht wirklich gesehen. Ein paar Folgen, die sind okay, glaube ich, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Oh, die originalen Turtles! Habe ich ein paar Folgen auf jeden Fall gesehen, aber auch nicht genug eigentlich. Kann ich die bewerten, ist die Frage. Ich glaube, ich fand die Folgen gut. Ich hatte, glaube ich, 7 Folgen auf DVD, nicht auf DVD, auf Video. Damals gab es noch kein DVD. Ich mochte sie auch sehr gerne. Ich würde sie auch in gut packen. Ja. Okay, wir nähern uns dem Ende. Vicky und die starken Männer. Vicky und die starken Männer, eine Serie, die ich ultra viel als Kind gesehen habe und die fand ich richtig nice. Ja, ich gehe auch mit. Richtig nice gehe ich mit. Ich will mich auch heute noch angucken, einfach. Auf jeden Fall. Nicht dieses neue 3D-Wiki. Oh Gott. Ja. Der Fingermove, ey. Ich mach den heute noch manchmal. Weihnachtsmann und Co. KG. Finde ich schwer, weil es ist eigentlich legendär. Ich guck's jetzt noch manchmal um die Weihnachtszeit. Also eigentlich muss es fast legendär sein. Ah, ja, also man guckt es schon gerne, aber würdest du wirklich Weihnachtsmann und Co. KG auf das gleiche Level setzen wie diese Serien hier? Vom Witz her? Und oder von der Spannung her. Warte kurz, ich gucke es mir nochmal an. Nein. Die hast du so geliebt. Nein. Ja, okay. Weil man muss recht. Schon sagen, Avatar hat beides, Spannung und Witz. SpongeBob hat super viel Witz. Finsten Ferb hat mega guten Witz. Witzig und spannend. Witzig und auch ein bisschen spannend. South Park. Und dann. South Park. Ich weiß nicht, warte mal, guck ist auf jeden Fall echt irgendwo hier, aber ich weiß nicht, ob ich es schon ins Legendärtier packen würde. Jetzt, wo du es so sagst, aber es ist halt legendär, wenn man es immer noch guckt, finde ich. Also für mich, und das machen ja auch viele. Aber ich ja, dann kommt drauf an, wie man legendär bezeichnet. Ob es einfach, weil es Kult ist und man es so gerne mag, oder weil es wirklich eine echt gute Serie ist. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich als Kind die immer sehen wollte. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ich wollte die wohl immer sehen als Kind. Also ich glaube, mein Kind hat sie legendär gefunden. Ich finde die Geschichte so süß, aber dann richtig nice, okay? Okay. Weil wenn es nach legendär geht, wenn nach Kult, dann müssten wir Schlümpfe auch nach legendär packen und Tom und Jerry und alles. Ja, okay, da hast du recht. Ja. Oder auch Endlack. Da vielleicht nicht. Dass die nicht im Dreck ist, finde ich schon eine Frechheit. Ah ja, dann packen wir sie halt im Dreck, wenn du sie unbedingt da haben willst. Mein Gott. Okay, Winnie Pooh. Winnie Pooh, Alter. Aber vor allem die Filme kenne ich halt davon. Ich habe auch ein paar Filme gesehen, aber ich habe die Serie nicht wirklich gesehen. Aber die Filme fand ich immer echt süß. Ich mag die Charaktere. Boah, die Filme sind so cool, finde ich. Die Charaktere sind so einzigartig und geil. Und IA und so. Ja, der depressive IA. Das ist die Frage, ne? Aber eigentlich müssten wir auch nicht gesehen, weil die Serie habe ich auch nicht gesehen, aber... Ja, ich glaube auch. Boah, es tut richtig weh, den da unten zu sehen irgendwie. Ja, aber das ist ja kein schlechtes Tier, das ist ja nur das, wir haben es nicht gesehen, Tier. Ich weiß. Wings Club! Wiebke würde es, glaube ich, irgendwo ganz oben hinpacken, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe ein paar Folgen gesehen, ich kann es bewerten. Okay. Ich habe tatsächlich ein paar Folgen Wings Club gesehen und ich fand's, kann man mal sehen. Bis gut. Ich fand die Serie nicht schlecht, tatsächlich. Ups. Als Kind ein paar Mal gesehen, dachte mir, okay, ja, das ist wirklich. Weißt du, da habe ich als Kind halt noch so richtig so in Rollenbildern gedacht und dachte mir so, okay, das kann man nicht als Junge gucken. Dann habe ich so ein bisschen geschämt, aber ich habe immer mehr Folgen geguckt. Ich fand es ganz gut.
Also, ja, also man sollte sowas auch nicht nach Rollenbildern. Ich meine, das natürlich ist halt auch dämlich. Natürlich, aber so als Kind war das irgendwie noch so ein bisschen. Da wollte man halt erzählen. Ja, als Kind wirst du ja auch gemobbt dafür, wenn du als Junge sowas guckst. Ja, stell dir vor, ich hätte in der Grundschule gesagt, ich gucke Wings Club. Ja, da wärst du sofort unten durch gewesen. Ich bin auch froh, dass ich. Ich fand die Serie auf jeden Fall gut. Naja, kann man mal sehen. Ja, gut nicht, kann man mal sehen, ja. Okay. Ich glaube, wenn ich. Ich bin auch sehr froh, dass ich My Little Pony erst jetzt entdeckt habe. Weil hätte ich das damals gesehen und es gesagt, dann. Uff. Bro, ich bin noch krasser gemobbt worden als jetzt schon. Ich habe Pausengeld mehr gehabt. Ja, Pausengeld. Also, ja. Die Wochenendkids. Habe ich nie gesehen. Ich habe sie gesehen und ich fand sie. Schwierig. Also mindestens gut. Echt? Ja, die fand ich wirklich, wirklich gut, die Serie. Okay. Aber ich glaube, ich würde sie noch nicht richtig nice packen. Auf jeden Fall gut. Ja. Ja, die Serie sagt mir auch was, ne? So ist nicht. Also ich fand sie persönlich echt geil. Okay. Ja, okay. Dieses Gesicht von der Ente sagt mir was, aber ich habe gerade echt keinen Plan, was das ist. Das ist echt traurig, weil ich habe die letzten beiden Sachen, glaube ich, nicht gesehen. Ja, ich dachte jetzt auch, es kommt irgendwas Cooles zum Finale, aber davon habe ich eine Folge gesehen, aber ich erinnere mich auch nicht dran. Das sieht halt wie Caillou in cool aus. Ja, das war so ein japanisches Dojo, wo die irgendwie zusammen irgendwelche Schriftrollentechniken gelernt haben und so. Das ist wahrscheinlich auch ganz cool, aber ich habe es ja kaum gesehen und das auch nicht. Okay, ich glaube, schade, dass es so endet. Ja, ich glaube, die Serie ist irgendwie Crazy Ducks oder irgend so ein Shit, aber... Doch, ja, oder? Ist irgendwie so ähnlich, ne? Irgendwas in der Richtung. Gehen wir mal in den Presentation-Mode. Okay, zoomen wir ein bisschen zurück. Warte. Okay. So würde die Liste aussehen. Von deinen Erwartungen jetzt vom Anfang, jetzt so gedacht, wir haben mehr in Legendär oder mehr in Dreck? Ich denke, das passt tatsächlich so von meiner Erwartung her. Ich wusste, dass nicht so viel Dreck ist, aber ich wusste auch, dass viele Serien eher heutzutage... Also damals hat man sie natürlich voll gefeiert, so hier, keine Ahnung, Cruella hier oder Andy, Bieber-Brüder und so. Man, heute kann man so sagen, ja, die waren eigentlich nur so okay. Das stimmt. Aber ich denke, von den Erwartungen her doch. Boah, mir gefallen so die ersten beiden, gefallen mir richtig gut. So, wenn ich die Serie wieder sehe, bekomme ich so Lust auf jede einzelne von denen. Ja, schon, ne? Ich habe halt daran auch richtig Bock, irgendwie Lilo und Stitch zu gucken oder so. Vor allem Avatar werden wieder anzufangen, ey. Holy ja, shit. Alter, das Avatar gucken, Mann. Ich muss halt dazu sagen, es gab noch viele Serien als Kind, die ich, glaube ich, auch echt gefeiert habe, die jetzt hier nicht dabei waren, ne? Ja, ich glaube auch, da fehlt auf jeden Fall was. Gerade die ganzen so Anime-Sachen, so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Sowas. Ich finde es aber ganz gut, dass die Animes hier nicht dabei sind, weil die kann man dann separat nochmal bewerten in einer anderen Tierliste. Finde ich eine gute Idee. Ja, weil ich glaube, hier ist jetzt gar kein Anime dabei, oder? Avatar ist ja kein... Doch, Heidi ist streng genommen Anime. Wie ist die Kennzeichen für ein Anime? Was ist so da das Kriterium? Japanisches Zeichentrick. Achso. Auch wenn das die Anime-Fans nicht gern hören, aber das ist streng genommen die... Ja. Und Heidi wurde halt zum Teil in Deutschland und zum Teil in Japan produziert. Und ja, es ist wohl offiziell ein Anime. Und das krasse Wissen dafür, dass du es nicht gesehen hast. Ja, das hat, glaube ich, irgendwie mal erzählt. Ich glaube, es war Wiebke oder Paul, keine Ahnung. Und was mit Avatar, wurde das nicht in Japan produziert? Nee, Avatar ist eine amerikanische Serie. Aber gut. Im Anime-Stil, so ein bisschen. Boah, Avatar. Jo. Und sonst davon ist, glaube ich, gar keins Anime. Oh mein Gott. Ich bin zufrieden mit der Top-Liste. Ich bin auch zufrieden. Ich finde es ein bisschen schade, dass so viele nicht gesehen ist, aber ich meine, das ist ja auch klar. Ich meine, wir haben echt schon eigentlich doch viel gesehen auch so. Kann ja, ja alles, ich meine, gesehen haben. Schau dir mal bitte an, was hatten wir als Kind bitte für Hobbys, wenn wir das alles gesehen haben, so. Und ich meine, es war ja noch nicht mal alles irgendwo. Ja, da fehlt ja sogar noch was. Ich meine, die heutigen Kinder sitzen nicht mehr, also, ja, doch, die werden von ihren Eltern vor den Fernseher gesetzt, aber, oder vor das iPad. Aber die wenigsten setzen sich in, ab, keine Ahnung, 7., 8. Klasse wirklich noch vor den Fernseher, um eine Serie zu gucken, die streamen ja alles nur noch. Ja, oder spielen Computer oder so. Ich glaube wirklich, das Zeitalter ist vorbei von diesen ganzen Serien. Ja, nee, ich glaube, die Serien werden weiterkommen, aber halt weniger im Fernsehen, sondern die werden eher online verfügbar gemacht. Das bringt ja ein richtiges Online-Stream, so viele Serien oder auch Filme. Disney macht ja auch, die Filme kommen noch ins Kino, gut, liegt auch an Corona, aber die kommen dann einfach gleich auf die Plattform, so. Gibt es hier irgendwas auf der Liste, wo du sagen würdest, das würdest du deinem Kind auf jeden Fall zeigen?
wollen. Ah, kommt drauf an, wie alt mein Kind ist. Das wird mein Kind auf jeden Fall irgendwann, wenn es das nicht selber findet, Avatar zeigen, einfach so. Das auf jeden Fall. Ich denke, ich werde meinem Kind Disney's Fillmore kann man auf jeden Fall sehen, die ersten drei Seasons SpongeBob. Phineas und Ferb auf jeden Fall, sowas wie Kim Possible. Ich glaube, Disney's große Pause vielleicht auch. Die Frage ist halt sowas wie DuckTales, ob das dann vielleicht schon zu alt ist, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn das, wenn es damit aufwächst und so, man dem sagt, hier, schau das doch mal an, so jeden Tag ein, zwei Folgen zeigt, dann, ich glaube, dann ist das dem auch egal. Ja. Andererseits, ich habe ja hier so einen kleinen Cousin, der guckt den ganzen Tag schon Paw Patrol und so, es gibt schon neue Serien und Dino Trucks oder so. Paw Patrol ist tatsächlich gar keine schlechte Serie. Wir konnten, ich habe da mal reingeschaut und ein, zwei Folgen gesehen. Sie ist ganz niedlich, also sie ist auf jeden Fall für Kinder vollkommen in Ordnung. Ja, ja eben, ich glaube, alles hat seine Zeit auch irgendwo. Nur halt Zeichentrick, die neuen Zeichentrick-Sachen sehen halt alle, kommen halt alle nicht mehr vom Charme her und vom Zeichenstil ran, weil halt nichts mehr selber gezeichnet ist, wirklich. Ja, Alfred Ludicus Quack, dieser Zeichenstil ist so geil. Ja, oder auch der alte Disney-Zeichenstil, einfach hier von DuckTales oder so. Stimmt. Oder diese tollen Charaktere bei LazyTown, Mann! Oder Anaconda, einfach wunderschön. Ich weiß echt nicht, wie die auf die Idee dazu gekommen sind. Oder? Irgendwer muss gesagt haben, das sieht gut aus für Kinder. Hä? Lass uns einfach Gesichter von 10 Kindern nehmen und die so Photoshop-mäßig, dass sie so reden und... Ach, ich weiß nicht. Ja. Das ist, und oder diese dünnen... Daneben muss irgendwer gesagt haben, ja, für Kinder, das ist, sieht gut aus. Ja, irgendjemand hat so gesagt, ja, das nehmen wir, das machen wir. Aber das gleiche ja auch hier. Ja, stimmt schon. Gott, man müsste mal eine Toplist nach weirden Artstyles machen. Oh mein Gott. Oh Gott. Dann wäre Angela Anaconda legendär. Denke auch. Und gleich danach kommt LazyTown. Aber gut, das war eine lange Topliste. Ja, nehmen wir auf jeden Fall gerade schon ziemlich lange auf. Gut, dass wir die genommen haben und nicht noch eine größere. Boah, das stimmt. Holy shit. Ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich auch nicht. Ich dachte, das geht schneller. Aber es hat mega Bock gemacht. Auf jeden Fall. Ja, dann sehen wir uns dann bei einer weiteren Topliste. Niklas bestimmt mal wieder mit dabei. Ja, sehr gerne. Bis dann. Ciao.